Verehrte Gäste, es ist lange, lange her. Wie lange, weiß niemand, aber ich schätze, gute 6000 Jahre. Und da drehten sich um die gute alte Erde gigantische Raumschiffe. Woher, um alles in der Welt, will man das wissen? Man weiß es aus dem alten Indien. Die Inder haben fleißig geschrieben. Und in vielen altindischen Texten kann man detailliert lesen, vor Jahrtausenden, da hätten sich gigantische Raumschiffe um die Erde gedreht. Die alten Inder nennen diese Gebilde zwar nicht Raumschiffe, sie nennen sie Städte am Firmament. Sie hatten kein Wort für Raumschiffe. Plötzlich seien diese Gebilde aufgetaucht und eines Tages seien aus diesen Städten am Firmament kleinere Fahrzeuge zur Erde herniedergestiegen. Die alten Inder nennen diese Fahrzeuge Vimanas. Und sie haben sie so präzise beschrieben, dass es uns möglich war, Flugingenieure dahinter zu setzen. Wir haben Satz für Satz der altindischen Texte analysiert. Wir wollten wissen, was muss man sich unter einem Vimana vorstellen? Und das hier ist das Resultat. Jetzt gibt es ja heute unterschiedliche Flugzeugtypen. Jeder kennt Helikopter, Jumbojets, einmotorige kleine Maschinen, Senkrechtstarter, genauso im alten Indien. Da werden 18 verschiedene Vimana-Arten beschrieben. Die Vimana-Art hier wird beschrieben als absolut lautlos. Die Menschen seien erschrocken, wenn aus heiter hellem Himmel riesige Schatten über die Täler gehuscht seien. Die Tiere hätten sich verkrochen, die Vögel hätten aufgehört zu zwitschern. Vereinzelt hätten diese Gebilde sogar Landungen gemacht und Menschen mitgenommen in diese Städte am Firmament. Dann liest man in einem altindischen Text, es sei zu einem Krieg der Götter gekommen. Drei dieser Städte seien am Firmament aufgetaucht. Gleißend helle Strahlen seien beobachtet worden. Die Städte seien vernichtet worden und von der Erde aus habe das ausgeschaut, als ob Zehntausende von Sternschnuppen herniederstürzen. Jetzt kann man sich fragen, wenn das so war, wenn vereinzelt Menschen hochgenommen worden sind in diese Städte, wenn sie unterwiesen worden sind, das müsste sich auf der Erde niedergeschlagen haben. Es gibt schließlich bei uns eine Evolution, eine Entwicklungsgeschichte, nicht nur eine Evolution in der Biologie, auch eine Evolution in der Technologie. Dann spricht man von technischem Fortschritt. Alles, was wir haben heute, musste erfunden werden, musste entdeckt werden, musste gepröbelt werden, ausprobiert werden. Aber wenn Menschen vor Jahrtausenden in irgendwelchen Raumschiffen da oben unterwiesen wurden, dann hätten die Dinge mitgebracht, die keine Entwicklung der Technologie hinter sich haben. Es müssten Dinge auftauchen, die nicht in die Evolution der Technologie passen. Wie schaut es denn damit aus? Gibt es solche Dinge? Der Planet ist voll davon. Hier zwei, drei Beispiele. Im Jahre 1899 entdeckten griechische Schwammtaucher vor der kleinen Insel Antikythera ein Wrack in 18 Meter Tiefe bei Ebbe. Aller möglicher Gerümpel kam an die Oberfläche, eines Tages ein unförmiger Klumpen, der mit Meeresrückständen verklebt war. Ein junger Archäologe im Keller des Nationalmuseums von Athen versuchte, diese Meeresrückstände mit einer Metallbürste wegzukratzen. Und plötzlich stieß er auf eine Metallschicht. Und als die erste Schicht abbröckelte, kriegte er Angst. Er meinte, etwas kaputt zu machen. Er hatte seinen Chef vorher nicht gefragt. So blieb der Klumpen liegen. 81 Jahre im Keller des Nationalmuseums von Athen. Erst bei Renovationsarbeiten stieß Professor Dr. Sola Preis buchstäblich mit dem Fuß da dran. Was ist das eigentlich hier? Da klebte noch eine alte Inschrift dran, gefunden 1899 vor der Insel Antikythera. Jetzt mit modernen Mitteln, mit Säuren, ging man daran, den Rest dieser Meeresrückstände wegzukriegen. Wieder tauchten Metallschichten auf. Dann ganz schwach erkennbar unter einer Schicht so etwas wie Schriftzeichen. Auf der Rückseite ein großes Metallrad oder besser ein Metallring und zwei Metallverstrebungen kreuzweise angelegt. Und dann Zahnräder.
Immer mehr Zahnräder. Das kleinste so klein wie der Durchmesser des kleinen Fingers. Dann tauchte eine regelrechte Skala auf. Sie können im Bild beobachten, die Skala geht heute noch in dieses verrostete Material hinein. Auf der Rückseite ein großes Zahnrad und wieder viele kleinere Zahnräder. Und die Verblüffung war nicht schlecht, als man ein regelrechtes Differentialgetriebe entdeckte. Differentialgetriebe, verehrte Gäste, das hochmoderne Technologie, die brauchen wir in unseren Autos. Was war das für eine seltsame Apparatur? Was sollte das sein? Man hat es schnell herausgefunden. Die Apparatur war eine Art Planetarium im Taschenformat. Sie zeigte die Planeten unseres Sonnensystems, aber in Relation zueinander. Also, wenn Jupiter dort oben ist, wo steht dann Mars? Im Verhältnis zur Erde. Bestandteil dieser seltsamen Maschine sind auch die Bahndaten von Pluto. Pluto, wie Sie wissen, ist ein kleiner Planet, ein winziger Planet. Wir haben ihn gerade mal entdeckt, 1930. Niemand konnte was wissen vor Jahrtausenden davon. Natürlich ist das irdische Technologie. Das ist nichts Außerirdisches. Sie sehen, da ist Mechanik, Zahnräder. Die Frage zielt in eine andere Richtung. Woher hatten die Macher, die Erschaffer dieser Apparatur ihre Kenntnisse? Wer hat ihnen was gezeigt von den Bahndaten der Planeten? Und woher wussten sie was vom winzigen Pluto? Übrigens, nachdem die Apparatur über 81 Jahre im Keller lag, sind die Bruchstücke, die noch übrig geblieben sind, endlich ausgestellt im Nationalmuseum von Athen. Die meisten Touristen laufen dran vorbei und begreifen nicht, was für eine Sensation sie vor sich haben. Und da gibt es das nächste Rätsel. Das stammt aus dem Jahre 1901, und zwar aus Istanbul. Dort hat man den Topkapi-Palast renoviert. In einer alten Holztruhe entdeckten die Restaurateuren eine Landkarte. Die Landkarte war auf Gazellenhaut gekritzelt in vier verschiedenen Farben und man wusste sehr schnell, wer die Karte gezeichnet hat. Es war der türkische Admiral Piri Reis. Er hat die Karte im Jahre 1513 gezeichnet. Gott sei Dank hat Piri Reis nicht nur gezeichnet, er hat auch noch geschrieben. In einer Begleitschrift vermerkte er, er habe diese Karte zusammengesetzt aus einem Paket viel älterer Karten, die man ihm in Alexandria geschenkt habe. Niemand auf der Welt besitze eine Karte wie diese Karte. Was ist denn daran so Außergewöhnliches? Oben rechts sehen Sie gerade noch die Südspitze von Frankreich. Dann folgt Spanien. Schließlich der Punkt, wo heute Gibraltar wäre. Man erkennt den oberen Teil von Afrika. Aber was eigentlich liegt am unteren Kartenrand? Die Karte von Piri Reis landete auf den Tischen mehrerer Kartografen an Hochschulen. Diese Herren bastelten ein Lesegitter, übertrugen die alte Karte auf einen Globus. Und siehe da, der untere Teil ist definitiv die Antarktis. Mit der exakten Küstenlinie, mit allen Meeresbuchten, mit vorgelagerten Inseln. Jede Position ist da. Aber eine Antarktis, die für uns seit Menschengedenken unter ewigem Eis und Schnee liegt. Niemand konnte was wissen davon. Selbst der türkische Admiral Piri Reis, der diese Karte im Jahre 1513 zeichnete, konnte die Antarktis gar nicht kennen. Sie war damals noch gar nicht entdeckt. Alle Positionen sind sehr präzise. Wie ist dieses Rätsel erklärbar? Eines ist unbestritten, irgendwer muss in grauer Vorzeit eine eisfreie Antarktis kartografiert haben. Waren Sie schon mal in Peru? Das Bild, das Sie hier sehen, habe ich in 3500 Metern Höhe gemacht, oberhalb der peruanischen Stadt Cusco. Das ist eine klassische Inka-Mauer. Viele Kanten ohne Mörtel, erdbebensicher. Und wenn Sie mal da sind, dann empfehle ich Ihnen, kraxeln Sie den Berg hoch. Auf 4000 Meter, meinetwegen 3800 Meter. Achtung, dünne Luft. Sie spüren jeden Herzschlag. Strengen Sie sich nicht an.
Sie spüren auch jeden Schlag in der Schläfe. Und je höher sie kommen, erleben sie eine unglaubliche Landschaft. Was man hier sieht, hat nichts mehr zu tun mit Inka-Technologie. Das ist eine vorinkaische Kultur. Felsen sind verarbeitet worden, abgeschnitten worden in einer für uns nicht verständlichen Weise. Bei dem Bild sehen Sie glatte Kanten. Und der nächste Fels rechts liegt so nah, dass der Steinmetz nicht mal Gelegenheit gehabt hätte, mit dem Hammer auszuschlagen. Irgendwer, so will es scheinen, hat Felspartien zerschnitten wie unser einer ein Stück Käse. Dabei muss Hitze frei geworden sein, denn man kann oben immer wieder an den Rändern Verglasungen feststellen. Es gibt übrigens keine Vulkane in der Nähe. Jedes Mal, wenn ich da reinkraxle, frage ich mich, was hat sich hier nur abgespielt vor Jahrtausenden? Der obere Teil scheint Granit zu sein. Und dann folgen haarscharfe Kanten, gerade so, als wäre es Beton. Als hätte man vor wenigen Jahren die Holzverschalung weggenommen. Jetzt erkennt man auf dem Bild Treppenstufen, aber an der Decke. Niemand kann die Treppen betreten. Man kann nicht auf den Kopf gehen. Das heißt, der ganze Block und alles ist auf den Kopf gestellt worden durch irgendeine Explosion. Nun lag das alles schon hier, als die spanischen Eroberer kamen. Die Spanier haben die hier ansässigen Inka gefragt, was das sei. Und die antworteten ganz naiv, das stamme noch aus den Zeiten der Götter. Welcher Götter? Bitte. Geradezu dramatisch wird es dann in 4100 Metern Höhe. Hier sind wir auf der bolivianischen Seite des Titicacasees. Der Ort heißt Pumapunku. Sie erkennen keinen einzigen Baum. In 4100 Metern Höhe wächst nichts mehr. Wenn wir in unseren Breitengraden von 4100 Metern reden, dann landen wir im ewigen Eis und Schnee. Hier deshalb nicht, weil wir näher am Äquator sind. Da liegen kreuz und quer gewaltige Plattformen aus Andesit, Granit und Diorit. Diorit, verehrte Zuschauer, ist ein Tiefengestein. Diorit ist härter als Granit. Es gibt eine Härteskala. Das härteste, was wir hier haben, ist der Diamant. Auf der Skala hat der Diamant den Wert Nummer 10. Diorit zum Vergleich hat auf der Härteskala den Wert Nummer 8. Um Diorit zu verarbeiten, brauchen Sie definitiv Hartmetall. Vergessen Sie alle Urwaldhölzer, Knochen und was sonst in der Literatur auftaucht. Nicht bei Diorit. Nun sind die Fachleute der Meinung, wir hätten es hier zu tun mit den Überresten eines Tempels der Hochland-Indio. Das waren die Aymara. Wunderbare, liebenswerte Menschen, ihre Nachfahren leben heute noch. Doch als das hier entstand, steckten die Aymara in der Steinzeit. Sie hätten Diorit nicht verarbeiten können. Die größte Plattform war ursprünglich, als man sie Ende des vorletzten Jahrhunderts gefunden hat, 89 Meter an einem einzigen Stück. Sie ist heute in drei Teile zerbrochen. Das errechnete Gewicht liegt bei 900 Tonnen. Die Hochland-Indio, dünne Luft, kein Holz, keine Holzrollen. Die hätten eine 900 Tonnen Plattform nicht mal einen Meter bewegt. Ursprünglich waren die gewaltigen Brocken mit Klammern zusammengeheftet gewesen. Kupfer würde nicht funktionieren, wegen den Temperaturunterschieden. Es ist zu weich. Holz auch nicht. Wir wissen nicht, was es war. Für meinen Teil war ich schon vor 25 Jahren im Hochland von Bolivien. Ich war dabei, als die Ausgrabungen begonnen wurden. Und im Boden entdeckte man immer so seltsame Röhrenstücke. Auf den ersten Blick schaut es aus wie eine Wasserleitung. Nehmen Sie mal an, was Sie hier im Bild haben, wäre eine Wasserleitung. Für den Wassertransport brauchen Sie den unteren Teil der Leitung. Das ist die eigentliche Wasserrinne, in der das Wasser fließen würde. Jetzt könnte man sagen, naja, die beiden Stücke haben sich verschoben über die Jahrtausende. Das Stück links war vielleicht mal unten. Aber dem war nicht so. Wir fanden nur Oberteile. Wie aus der Fabrik. Um was ging's hier eigentlich? Ich stand vor Eckstücken, war ziemlich zuversichtlich, da müssen ja nun wohl Unterteile drunter liegen. Ich holte Stemmeisen
Wir haben die Blöcke herausgewuchtet. Es gab keine Unterteile. Was hat sich hier abgespielt vor Jahrtausenden? Da gibt es Blöcke, die üblicherweise in irgendeiner archäologischen Schublade verschwinden. Man erfindet einen Namen. Man sagt zum Beispiel Opferblöcke oder Opfertische. Die Dinger da oben passen in keine Schublade. Auch in der Archäologie weiß man nicht, wo man das alles einreihen soll. Wozu diente ein derartiger Block? Ist übrigens auch Diorit. Genau wie dieser Block hier. Blau-grünes Tiefengestein und an der Vorderkante eine haarscharfe Rille. Vielleicht sollten Sie auch auf den Schliff der anderen Kanten achten. Alle paar Zentimeter ist ein Loch in die Rille gebohrt worden. Jeder Fachmann heute sagt mir, Herr von Däniken, das geht nur mit Diamantbohren. Anders ist diese Technologie nicht herzukriegen. Aber wir reden von der Steinzeit. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ein Steinmetz aus irgendeinem Block was rausschneidet, raushämmert, irgendeine Rille reinkratzt, dann natürlich deshalb, weil ein Gegenstück draufpassen muss. Und zwar nahtlos, fugenlos. Das heißt, dahinter muss Planung stecken. Das ist kein kleiner Block hier. Der ist immerhin 2,78 Meter lang. Jetzt achten Sie mal auf die verschiedenen Kanten, die unterschiedlichen Ebenen, die Präzision, das winzige Rechteck mit dem Zwischenraum am oberen Bildrand. Planung muss dahinter stecken. Und vielleicht sagt sich der ein oder andere Zuschauer, naja, man soll es nicht übertreiben. Die Blöcke sind nun mal da, also müssen Sie es irgendwie gemacht haben. Stellen Sie sich bitte die Zusatzfrage, weshalb ist es gemacht worden? Wozu braucht eine Steinzeitgesellschaft diese Präzision? Wir haben uns die Mühe gemacht. Ich hatte die Hilfe von technischen Zeichnern. Ich kann das auch nicht alleine. Die technischen Zeichner, die haben ihre speziellen Werkzeuge, ihr Millimeterpapier ausgepackt und haben genaue Messungen gemacht. Zu Hause erstellten wir ein Computerprogramm. Wir wollten wissen, was passt hier eigentlich ineinander. Und sehr schnell kommt man sich vor wie ein kleiner Esel. Denn es zeigt sich, es handelt sich durchwegs um vorfabrizierte Elemente. So wie ein Lego-Bausatz. Das passt in die Steinzeit wie die Faust aufs Auge. Es gibt, ich sagte es am Anfang schon, nicht nur eine Evolution in der Biologie. Es gibt eine Evolution in der Technologie. Man lernt ja schließlich technischer Fortschritt. Ein Auto von heute ist was viel raffinierteres als ein Auto von vor 30 Jahren. Hier im Hochland von Bolivien ist diese Evolution der Technologie völlig auf den Kopf gestellt worden. Die ältesten Elemente sind die perfektesten. Hinterher kam nur noch Ramsch. Unsere Vorfahren haben uns rätselhafte Dinge zurückgelassen. Was soll das sein, Herr? Das Objekt stammt aus Copan. Copan liegt im heutigen Honduras. Es wird der Maya-Kultur zugeordnet. Weil man nicht weiß, was es ist, nennt man es anthropomorphe Figur. Ich könnte mir sowas wie einen Sattel vorstellen, wo einer drauf sitzt. Und im Zentrum, was schaut da für eine Kugel raus? Antworten haben wir nicht. Genauso wenig wie für diese Priester- oder Götterfiguren in Copan. Eine genauere Betrachtung zeigt, alle tragen Kästen auf der Brust und mit ihren 10 Fingern bedienen sie eine Tastatur. Ich bin nicht der Meinung, dass sie Computer hatten. Ich frage mich nur, was haben unsere Vorfahren bei irgendwelchen ominösen Göttern beobachtet, nicht begriffen und dann versucht zu imitieren? Und davon ist der Planet voll. Hier in Mexiko, der Ort heißt Villahermosa. Das ist ein eigener Archäologiepark. Da sieht man, wie einer dieser Götter herniederfährt. Beim genaueren Betrachten könnte man sogar vor der Lippe etwas wie ein Mikrofon erkennen. Sie sehen die Hände ausgebreitet nach unten, der Erde zugeneigt. Die Füße schweben himmelwärts. Ursprünglich, als die Stele noch nicht kaputt war, standen unten noch 3 menschliche Gestalten, die staunend himmelwärts blickten. Und eines der wirklich unvergleichlichen Rätsel, an dem ich persönlich immer große Freude habe, liegt hier im Boden unter dieser Pyramide.
Die Pyramide steht in Palenque. Palenque liegt in Mexiko. Noch 1949 war das alles überwuchert. Ein einziger Urwald. Dann begann Professor Dr. Rutz mit den Ausgrabungen. Zuoberst auf der Pyramide entdeckte man 618 Maya-Inschriften. Man konnte erfahren, wer hat die Stadt regiert, von wann bis wann, wie hießen die Herrscher. Die Herrscherfamilie hier übrigens war die Familie Pakal. Immer wenn ich Pakal sage, korrigiert man mich und sagt Pascal. Nein, Pakal, nicht Pascal. Ebenfalls am oberen Ende der Treppe war eine rechteckige Ritze auszumachen. Man holte Stemmeisen, wuchtete eine Platte aus dem Boden raus und entdeckte im Innern eine Treppe. Aber damals, 1949, war diese Treppe bis zur Decke vollgestopft mit Steinen. Irgendwer musste da unten was versteckt haben und absichtlich wieder dicht gemacht haben. Es dauerte 3 Jahre, bis nur die Treppe freigelegt war. Man landete schließlich unter dem Sockel der Pyramide und stand vor dieser dreieckigen Türe. Auch so etwas hatte man nie zuvor beobachtet. Die Türe ist brutal aufgebrochen worden mit Stemmeisen. Deshalb fehlt hier ein Stück. Und die Ausgräber blickten völlig verdattert in einen 7 Meter hohen Raum. Die 7 Meter ergeben sich, weil es noch tiefer hinuntergeht, als Sie auf dem Bild hier sehen, und noch höher hinauf. Natürlich war damals 1952 kein Gitter angebracht. Das kam erst später. Der Chefausgräber, Professor Dr. Rutz, schrieb in seinem Grabungsbericht: Wir trauten unseren Augen nicht mehr. Wir blickten in eine Eisgrotte. Überall hingen Eiszapfen. Der Boden war voller Schnee. Jetzt sind wir hier im Tiefland von Mexiko. Da gibt es kein Eis und kein Schnee. Die Eiszapfen entpuppten sich als Tropfsteine. Stalaktiten, Stalagmiten, ganze Vorhänge, 7 Meter lang. Und der Schnee war schließlich Kalkpulver. Man hat die Tropfsteine weggeschlagen, den Boden sauber gemacht und stand auf dieser mächtigen Platte. 3,80 Meter lang, 2,20 Meter breit. Ein einziger Block, runde 9 Tonnen schwer. Und darauf eingemeißelt ein herrliches Relief, eine Zeichnung für die Ewigkeit. Da sitzt doch einer vornüber geneigt, fast wie auf dem Motorrad. Rings um ihn herum kann man etwas erkennen wie ein Gestell oder meinetwegen einen Rahmen. Man sieht auch, der sitzt auf einem Sessel. Die genaue Betrachtung zeigt, direkt an der Nase klebt ein Gerät. Die obere Hand ist gleich geöffnet, als ob er den Knopf bedienen würde. Von der unteren Hand sieht man die 4 Finger des Handrückens eingewinkelt. Der dreht was auf. Dann der Sessel und außerhalb des Gestells sowas wie eine züngelnde Feuerflamme. Nach der Entdeckung war man in der Maya-Archäologie zuerst mal sprachlos. Wie kommt eine derartige Platte mit einem solch präzisen Relief unter eine Pyramide? Die Grabkammer da unten muss älter sein als die Pyramide, denn die Platte mit 3,80 Meter Länge und 2,20 Meter Breite hätte man später nie die enge Treppe runtertransportieren können. So erst später ist die Pyramide draufgebaut worden. Was aber sollte die Darstellung aussagen? In der Archäologie sucht man immer nach vernünftigen Lösungen. Wir alle müssen schließlich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Und so sagte man sich, es kann sich hier nur um einen der Herrscher von Palenque handeln, um eben einen Familienangehörigen dieser Herrscherfamilie Pakal. Man vermutete, der zweitletzte Herrscher von Pakal. Trotzdem blieben Fragen offen. Weshalb in dieser unmöglichen Position? Gerade so, als würde einer auf dem Motorrad sitzen, vornüber geneigt. Zudem, ringsum gab es zwar Schriftzeichen, aber die waren widersprüchlich. Da gab es Datum. Glyphen. Man kennt den Maya-Kalender, man kennt die Maya-Daten, man kennt die Datumsglyphen, so nennt man die halt in der Maya-Archäologie. Doch diese Datumsglyphen waren widersprüchlich. Sie sprachen nicht für diesen Herrscher, Pakal. Zudem wiederholen sich die Maya-Daten alle 52 Jahre. Man weiß nicht recht, wo man anfangen sollte. Es gab einen Fachmann, der meinte, hier kann man doch sehr deutlich im Zentrum des Bildes eine stilisierte Maiskolbe erkennen. Also handelt es sich bei dem Wesen um den Maisgott,
der hieß Jum Knox. Ein anderer Gelehrter sagte, nein, das ist ein Maya-Junge, der sitzt nur auf einem Opferaltar. Was man ganz rechts im Bild sieht, hat, weiß Gott, nichts zu tun mit Auspuff, Feuer, Flammen. Das sind nur die stilisierten Barthaare des Wettergottes. In einem neuen Lehrbuch habe ich jetzt gelesen, hier könne man doch wirklich deutlich am oberen Bild in der Mitte den Eckzahn des Erdungeheuers erkennen und unten den Eckzahn des Kiefers. Beides zusammen würde wohl den geöffneten Rachen widerspiegeln. Es sei ein Maya-Priester, der in das Erdungeheuer stürzte. Aber, so meinte derselbe Fachmann, man sieht doch auch das Lebenskreuz. Gemeint ist Tod und Leben oder Tod und Wiedergeburt. Verehrte Zuschauer, wir sind eine seltsame Gesellschaft geworden. Ich nenne sie die Mitnicker-Gesellschaft. Uns wird irgendwas vorgesetzt. Und da wir alle immer so vernünftig sind, in der Realität stehen müssen, nicken wir schön brav mit. Betrachten Sie das Bild. Ziemlich in der Mitte. Erkennen Sie das Lebenskreuz? Haben Sie es tief verankert in Ihren grauen Zellen, dass dies nur das Lebenskreuz sein könne? Es gibt kein Lebenskreuz. Das Wort Lebenskreuz ist nichts als eine hohle Phrase, die irgendeiner mal in die Welt setzte. Der Rest der Menschheit plappert's nach. Und die armen Studenten müssen diesen Unsinn auch noch lernen, sonst kriegen sie ihre Scheine nicht und kommen nicht weiter. Mir macht man übrigens zum Vorwurf, es sei ohnehin nicht in Ordnung, dieses herrliche Bild als Querbild zu betrachten. Man müsste das Bild aufstellen. Das sieht dann so aus. Nun ist ja allgemein bekannt und ich bin stolz, öffentlich darauf zu stehen, ich bin ein Fantast. Ich möchte nur zu bedenken geben, es sind die Fantasten, die die Welt in Atem halten und nicht die Erbsenzähler. Wenn man von mir verlangt, Herr von Däniken, das dürfen Sie nur so sehen, nur als Hochbild, niemals als Querbild, dann geht meine Fantasie durch mit mir. Machen wir doch schnell eine kurze Reise, nur einen Sprung in ein anderes Land. Ich komme gleich daher zurück. Fliegen wir doch mal nach Asien. Egal ob Indien, ob Burma, ob Java, im gesamten asiatischen Raum finden Sie diese Tempel. Man nennt diese seltsame Form Stupa. Uns erinnert es an eine Glocke. Glockengriff, Glockenform, Glockenbasis. Im Buddhismus hat die Stupa die verschiedensten Bedeutungen. Ich will sie Ihnen ersparen. Eine der Bedeutungen ist, die Stupa sei das Fahrzeug zur Welt der Götter oder das Beförderungsmittel zur Welt der Götter. Wenn ein Mensch sich fühlen wollte wie einer dieser ominösen Götter aus der Überlieferung, so musste er sich nach buddhistischem Ritual zuerst mal gründlich waschen. Er musste in den Fluss springen oder in den Teich. Dann musste er sich pudern und parfümieren und in diese Stupa hineinklettern. Deshalb sitzt in jeder Stupa einer. In diesem Fall der junge Buddha, weil es ein buddhistischer Tempel ist. Und was macht er eigentlich da drin? Der sitzt hier mit angewinkelten Ellbogen und vollführt rituelle Handbewegungen. Er imitiert ja die Götter. Er meint, er sei im Fahrzeug zur Welt der Götter. Und dann zurück nach Palenque in Mexiko. Wenn wir so betrachten, hätten wir doch den Turm der Stupa, die Glockenform der Stupa. Mittendrin sitzt er doch und macht seine rituellen Handbewegungen mit angewinkelten Ellbogen. Wenn man von mir also verlangt, ich darf das Bild niemals als Querbild sehen, sondern nur als Längsbild. Mir soll es recht sein. Es gibt für alles eine vernünftige Antwort. Vielleicht haben wir es nur missverstanden, missgedeutet, hüben wie drüben. Und die Erklärung war in Wirklichkeit ganz einfach. Von Mexiko ein Sprung ins ferne Ägypten. Dort entdeckte man 1954 unter dem Wüstenboden von Saqqara, Saqqara liegt so 30 Kilometer von den großen Pyramiden entfernt, ein Loch in der Erde. Man holte natürlich Spaten und Schaufeln, schaufelte den Sand weg und stieß auf eine Mauer. Unter der Mauer kam der Fels,
blitzsauber herausgemeißelt in der tiefen Vergangenheit. Und ganz zu unterst war eine Tür aus Stein. Heute ist's Metall. Damals, 1954, war Stein. Die Steintüre war versiegelt. Sie trug ein ungebrochenes Siegel des Pharaos Sechemhet. Nur zum Verständnis. Die meisten Zuschauer kennen Cheops. Cheops soll der Erbauer der großen Pyramide gewesen sein. Das war vierte Dynastie, so 2500 vor Christus. Sechemhet, von dem wir hier reden, wäre dritte Dynastie, also noch älter als Cheops. Nun fand man die Türe mit einem ungebrochenen Siegel. Man war sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben Glück gehabt. Wir finden da unten die älteste Mumie des Pharaos Sechemhet. Im Verlaufe des Schachts tauchten nochmals zwei Steintüren auf. Wiederum beide mit ungebrochenen Siegeln von Sechemhet. Schließlich gelangte man in einen unterirdischen Raum. Der war grob aus dem Fels rausgemeißelt und mittendrin stand ein phänomenaler Sarkophag. Normalerweise sind Sarkophage aus Granit. Der da war ein einziger Block aus Alabaster. Alabaster schaut aus wie Marmor, es ist eine Kalksteinform. Und üblicherweise haben Sarkophage einen Deckel. Der da, der hat eine Schiebetüre, geradezu wie ein Tierkäfig. Am oberen Ende der Schiebetüre wiederum ein Siegel des Pharaos Sechemhet, erneut ungebrochen und dann erkannte man sogar die Überreste eines gewaltigen großen Blumengebindes. Muss mächtig gewesen sein, weil nach Jahrtausenden immer noch der Staub da drauf lag. Jetzt war man absolut sicher, in dem Sarkophag muss die Mumie von Sechemhet liegen. Man stelle sich's vor, drei Türen, versiegelt, verschlossen. Hier die Schiebetüre zu, wiederum ein Siegel obendrauf. Und zum Abschied hat jemand einen Blumenstrauß draus gelegt. Muss also eine Mumie drin sein. Weil man sicher war, hat man im Mai 1954 eine öffentliche Graböffnung veranstaltet. Hier unten in dem Raum waren Lichter angebracht, Journalisten, Diplomaten waren hier. Der damalige Chefarchäologe war Professor Dr. Zacharia Ghonem, ein Mann, der absolut brillant und integer war. Die Studenten, seine Kollegen haben ihn verehrt und geliebt. Er war immer zu einem Spaß bereit. Dr. Ghonem ging in die Knie mit einem kleinen Meißel in der Hand. Dann schob er die Schiebetüre ein klein bisschen hoch und legte dann ein Holzstück drunter, damit sie nicht wieder runterrutscht. Und dann mit einer Taschenlampe hineingezündet. Und Professor Ghonem wurde kreidebleich. Der Sarkophag war leer. Wie geht das? Drei Türen versiegelt. Schiebetüre zu. Ein Siegel obendrauf. Blumenstrauß zum Abschied. Und Jahrtausende später kommt man und der Sarkophag ist leer. Damals haben Journalisten gespottet. Hat sich der Pharao aus dem Staub gemacht? Professor Ghonem hat sich natürlich fürchterlich geärgert über diese Blamagen. Wegen ihm war alles öffentlich inszeniert worden. So wie die Presseleute und die Diplomaten weg waren, ging er alleine nochmals darunter. Und jetzt kroch er mit seinem ganzen Körper in den Sarkophag rein. Als er wieder rauskam, war er nicht mehr ansprechbar. Alle, die ihn kannten, als humorvollen, geistreichen Menschen kannten, sagten, er habe sowas wie einen gläsernen Blick gehabt. Er habe keine Fragen mehr beantwortet. Kurz später stürzte sich der hochgeachtete Gelehrte über eine Nilbrücke bei Kairo. Selbstmord. Das wiederum ließ seinem Assistenten keine Ruhe. Das Drama wiederholte sich, jetzt kroch der rein mit seinem Körper. Der Assistent brachte sich zwei Tage später um mit einer Überdosis von Schlaftabletten. Jetzt kriegte die Altertumsverwaltung in Kairo Angst. Hier spuckt's ja, geht ja nicht mehr mit rechten Dingen zu. Deshalb hat man das Metallgitter und die Metalltüre angebracht und Vorhängeschlösser dran gemacht. Es war reines Glück, dass ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, nämlich als die Vorhängeschlösser ausgewechselt werden mussten, weil sie eingerostet waren. Ich schlüpfte da rein, konnte ein paar Bilder machen. Man scheuchte mich sofort wieder raus. Sie haben hier nichts zu tun, Herr von Däniken, sofort wieder weg. Ich bin natürlich nicht in den Sarkophag reingekrochen, sonst würde ich vermutlich nicht hier stehen und diesen Vortrag halten. Aber ich hatte keine Gelegenheit zur gründlichen Arbeit. Man hat mich immer später gefragt, warum sind Sie denn nicht rein oder warum haben Sie die wenigstens in der Kamera reingeschoben?
Ich kam in den 3 Minuten Zeit, die ich hatte, nicht mal dazu. Wenn Sie heute nach Saqqara gehen und Sie erkundigen sich nach dem Grab des Pharaos Sekhemet, das Grab ist bereits wieder versandet. Da liegen schon wieder 3 Meter Sand über dem Eingang. Das Geheimnis liegt immer noch unter der Erde. Aber Ägypten ist ohnehin ein Land der großen Rätsel. Ich habe vorhin in Südamerika ein Spiel gespielt. Ich habe Ihnen gesagt, bei der Technologie stimme was nicht. Die älteste Technologie sei die perfekteste gewesen und hinterher sei nur noch Ramsch gekommen. Dasselbe Spiel kann ich hier in Ägypten machen. Wir befinden uns jetzt in Abydos. Abydos liegt am Nil und hier steht der große Tempel des Gottes Osiris. Tempel, verehrte Zuschauer, stehen nicht zufälligerweise irgendwo. Tempel stehen immer an geschichtsträchtigen Punkten. Das ist übrigens bei uns nicht anders. Irgendwo steht eine Kirche, eine alte Kirche. Ja, weshalb denn? Weil im Heidentum dort ein heidnischer Kultplatz war. Oder weil die Überlieferung sagt, irgendein Heiliger sei meinetwegen hier gestorben oder gefoltert worden. Oder weil 2 Kinder steif und fest behaupten, sie hätten hier eine Muttergotteserscheinung gehabt. Kirchen und Tempel stehen nicht irgendwo. Sie stehen immer an geschichtsträchtigen Orten, genauso hier in Abydos. Die Legende sagt, der Tempel von Abydos sei deshalb hier gebaut worden, weil der Kopf des Gottes Osiris hier begraben liebe. Osiris war der älteste Gott der Ägypter, der von den Sternen kam. Die Menschen verehrten ihn, aber sein Bruder Seth war eifersüchtig und hat ihn ermordet. Die Legende sagt, Seth habe den Körper von Osiris in verschiedene Teile zerschnitten und die verschiedenen Teile an unterschiedlichen Orten Ägyptens vergraben. Und der Kopf soll hier liegen. Deshalb der Grund, weshalb der Tempel von Abydos hier erbaut wurde. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, nach Abydos zu kommen, sagen Sie Ihrem Reiseleiter, ob man dann wisse, wo der Kopf liege. Er wird Sie ein paar Meter hinausführen in die Wüste und dann klettern Sie hier in ein Loch runter. 24 Meter. Sie stehen vor gewaltigen Megalithen. Das sind bis zu 80 Tonnen verbaut worden. Sie kriegen keine Rasierklinge dazwischen. Schauen Sie sich die Technik an, die Präzision. Die älteste Technologie vom Transport, vom Gewicht, vom Schliff, von der Sauberkeit ist die perfekteste. Sie erkennen es auf dem Bild. Obendrauf, hinterher, kam nur noch Ramsch. Dasselbe Rätsel haben wir ein paar Kilometer weiter entfernt. Der Ort heißt Abusir. Da liegen Steine herum wie Gerümpel. In verschiedenen Steinen Bohrlöcher. Was soll's? Wenn Sie ein Loch in eine Wand bohren, stellen Sie sich sowas wie einen Korkenzieher vor. Dann drücken und drehen Sie das da rein. Das Bohrgut bröselt raus. Sie haben ein bisschen Dreck am Boden. Es gibt aber eine andere Bohrform. Die ist hochmodern und erst im letzten Jahrhundert patentiert worden. Das ist die Kernbohrung. Bei der Kernbohrung geht es anders zu. Da haben Sie ein hohles Stahlrohr. Und das Stahlrohr wird jetzt mit Druck in das Bohrgut hineingepresst. Meistens ist es vorne an der Spitze mit Diamanten verstärkt. Das Hightech. Das Bohrgut bröselt nicht mehr raus an den Boden. Das Bohrgut bleibt im Rohr drin. Am Ende des Rohres kommt so was wie eine Steinwurst aus dem Rohr heraus. Die Kernbohrung ist modernste Technologie. Und hier in Abusir sind definitiv Kernbohrungen zum Zuge gekommen. Man kann es beweisen. Woher die Technologie? Wir können die Frage nicht beantworten. Übrigens 4 Meter. Oberhalb dieser Bohrlöcher liegt ein gewaltiger Monolith, ist 4,20 Meter lang, schimmert bläulich, man kann ihn nicht transportieren. Und wenn Sie mal da sind, klopfen Sie mit den Händen drauf, mit den Fäusten. An jedem Punkt, wo Sie draufschlagen, kriegen Sie einen anderen Ton. Ding, dang, dung. Klingt schön und niemand hat eine Erklärung dafür. Dieses Saqqara ist ohnehin einer der Orte, die bis heute die meisten Rätsel im alten Ägypten liefern. Unter dem Wüstenboden gibt es kilometerlange Tunnels. Kilometerlange, nicht 100 oder 200 Meter. Kilometerlange Tunnels. Rechts und links Nischen. In den Nischen drin
gewaltige Sarkophage. Jetzt wusste man von den ägyptischen Geschichtsschreibern, das sind Männer, die schon vor Jahrtausenden Geschichten überliefert haben, dass die alten Ägypter einen heiligen Stier verehrten. Man nannte den Stier Apis. Nur zum Verständnis, es gab im alten Ägypten verschiedene Stiere, auch ganz gewöhnliche Stiere, Kühe, aber einer unter ihnen war Apis, der war heilig. Und der Apis, so sagen die Geschichtsschreiber, habe ein anderes Fell gehabt, eine andere Musterung, 3 Punkte auf dem Kopf, auf der Zunge einen Stern. Er war so heilig, das wird überliefert, dass die Menschen ihn nicht mal berühren durften, geschweige denn jagen, töten, häuten, aufessen. Nichts durfte passieren mit diesem heiligen Stier. Die Geschichtsschreiber haben sogar geschrieben, Apis sei ein Ungeheuer gewesen. Er habe oft kleinere Tempel zum Einsturz gebracht. Er habe Felder zertrampelt, Greise und Säuglinge tot gemacht. Und die Menschen hatten Angst, sie durften dem Tier nichts tun. All das wusste man. Und man wusste auch, dass die alten Ägypter jede Lebensform mumifiziert haben. Jede. Nicht nur den Menschen. Sie haben Skorpione mumifiziert. Fische, Vögel, Affen, Spinnen, Katzen, Hunde, was sie sich vorstellen. Alles ist mumifiziert worden. Und wo liegen diese Tiere? Genau hier. In den Tunnels unter Saqqara. Kilometerlange Tunnels, rechts und links Gänge und Nischen. Da liegen 200.000 mumifizierte Krokodile. 5 Millionen mumifizierter Vögel. Ibisse, die reinste Arche Noah unter der Erde. Mitte des letzten Jahrhunderts war der französische Archäologe Auguste Mariette hier. Nicht da unten, das war noch gar nicht entdeckt. Er war oben auf dem Wüstensand. Er schrieb später, er sei missmutig gewesen, habe ein bisschen Hunger und Durst gehabt und sei über einen Stein gestolpert. Als er sich aufraffte, konnte er auf dem Stein die Glyphe Apis entziffern. Auguste Mariette kannte die Geschichte vom heiligen Stier. Er wusste, dass es das Vieh gegeben hatte, aber man hatte nie eine Mumie gefunden von Apis. Mariette wusste auch, die Ägypter haben jedes Tier mumifiziert, also musste es auch eine Mumie von Apis geben. Und jetzt steht er vor einem Stein mit der Inschrift Apis. Auguste Mariette war ziemlich glücklich. Er meinte, hier irgendwo in der Nähe finde ich wohl zum ersten Mal Stiermumien dieses heiligen Apis. Übrigens, Auguste Mariette ging nicht so sorgfältig vor in seinen Arbeiten, wie das heute Archäologen tun. Heute geht es ganz zart mit Spachtel und Pinsel. Auguste Mariette hat immer wieder Dynamitstangen in den Boden versenkt. Dann knallte es und Löcher wurden rausgesprengt. Und bei einem solchen Knall rutschte er hinterher höchstpersönlich auf dem Hosenboden runter. Als man ihm Fackeln reichte, als der Staub sich verzogen hatte, stand er vor diesem Sarkophag. Auguste Mariette war überglücklich. Er sagte sich, ich hab's geschafft. Das kann nur ein Sarkophag von einem heiligen Apis-Stier sein. Der untere Teil ist 90 bis 100 Tonnen schwer. Alleine der Deckel nochmals 30 Tonnen. Ich selbst bin 1,68 Meter klein. Wenn ich die Hand hochhalte, komme ich gerade bis zum Deckel dieses gewaltigen Sarkophages. Jetzt muss man noch etwas wissen. Das Material dieser Sarkophage besteht aus Assuan-Granit. Assuan ist eine Stadt rund 1000 Kilometer von hier entfernt am Nil. Damals, im Altertum, gab es auf dem Nil noch 2 Katarakte. Katarakte, das sind Stromschnellen. Das heißt, die Schwergewichte mussten von den Schiffen runter, ein paar Kilometer an Land transportiert werden, wieder auf die Schiffe oder Flöße und das Ganze 2-mal. Jetzt bitte ich Sie, verehrte Zuschauer, sich folgende Überlegung zu machen. Hier in Saqqara sind Arbeitstrupps am Gange, meißeln unterirdische Tunnels aus, kilometerlang. Rechts und links Nischen. 1000 Kilometer entfernt in Saqqara sind andere Arbeitstrupps dabei. Die brechen den härtesten Granit, den es im alten Ägypten gab, den Assuan-Granit, aus dem Fels. Die unförmigen Stücke müssen poliert werden. Schauen Sie sich das Bild an. Wie ist der Stein auch von innen mit diesen präzisen Kanten poliert worden? Dann transportiert man die Schwergewichte hinunter nach Saqqara.
bringt sie in die unterirdischen Gänge. Auguste Mariette wusste das alles auch. Er war absolut überzeugt, ich finde hier drin die heiligen Stiermumien. Denn nur für heilige Tiere macht man eine derartige Gewaltsleistung. Man hat dann Stemmeisen geholt, die Männer stellten sich auf Bretter, die ersten Deckel wurden weggehieft und Auguste Mariette stieß einen Schrei aus. Er schrieb später, der erste Atemzug habe ihm beinahe die Lunge verbrannt. Er habe kaum mehr atmen können. Keuchend gingen die Männer an die Oberfläche in die Wüste, erholten sich 20 Minuten. Dann gingen sie mit nassen Tüchern um die Gesichter wieder runter. Alle Sarkophage waren bis zum Deckel angefüllt mit Bitumen. Bitumen, das ist Naturasphalt. Es gab im alten Ägypten Asphaltseen. Es gibt heute noch einige kleine davon, das blubbert so vom Boden raus. Man hat dann später diese stinkige Masse mit Spaten rausgeholt, in Schubkarren transportiert und hinauf in die Wüste und dort ausgekippt. Im stinkigen Asphalt drin müssen noch andere Säuren gewesen sein und man fand Tausende von kleinen zersplitterten Knochen verschiedener Tiere. Wie geht das? Die alten Ägypter haben jede Lebensform mumifiziert, weil sie überzeugt waren von der Wiedergeburt. Sie glaubten nämlich, um wiedergeboren zu werden, müsse der Körper erhalten bleiben. Und hier erlebt man genau das Gegenteil. Eine gewaltige Arbeit, unterirdische Tunnels, Transport von 1000 Kilometern, Schwergewichte und all das nur für zerhackte Knochen. Das ergibt doch keinen Sinn. Wie könnten wir dieses Rätsel lösen? Ich habe dazu nur eine kleine Spekulation. Es ist nicht ganz so wild, wie es ausschaut. Es gibt immerhin Texte dafür. Da gab es zu Ende des Pharaonenreichs einen ägyptischen Priester, der hieß Manetho. Manetho hat die ganze ägyptische Geschichte nochmals von vorne aufgeschrieben. Und der schrieb, vor 11.341 Jahren seiner Zeit seien die Götter hier gewesen. Die Götter hätten den Menschen geholfen, sie hätten Schulen und Straßen gebaut und den Menschen gezeigt, wie man das mache. Und plötzlich hätten die Götter Mischwesen erschaffen. Was bitte ist Mischwesen? Mindestens eines kennt jeder Zuschauer. Die Sphinx, der Sphinx, das Sphinx, ist ein Streiten des Esels Schatten. Also ein Löwenkörper mit einem Menschenkopf. Ist ein Mischwesen. Mischwesen finden Sie in allen Museen. Gehen Sie nach Asien, angefangen in der Türkei. Die verrücktesten Kombinationen. Und wir waren immer der Meinung, das ist künstlerische Freiheit. Zum Beispiel der Pharao wollte damit die Kraft des Löwen symbolisieren. Jetzt kommt dieser Priester Manetho mit seinen Schriften und behauptet, die Götter hätten Mischwesen gemacht. Er gibt eine ganze Liste, was für Mischwesen damals existiert hätten. Und alle diese Monstren, diese Chimären, würde man heute sagen, waren alle heilig. Darunter auch der heilige Apis. Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Ich weiß doch aus dem alten Indien, und nicht nur aus dem alten Indien, dass einst Mutterraumschiffe um die Erde kreisten. Aus den Mutterraumschiffen kamen kleine Zubringerraumschiffe. Die alten Inder nannten sie Vimanas. Hier die Ägypter nannten sie die Barken der Götter. Aus den Zubringerraumschiffen kamen die sogenannten Götter. Astronauten von einem anderen Sonnensystem. Wir alle wissen, dass es keine Götter gibt. Aber die Alten glaubten halt, das seien Götter. Irgendwann haben die sogenannten Götter ein paar genetische Manipulationen gemacht. Und zwar mit dem vorhandenen Leben hier. Es gab schon Stiere, es gab schon Krokodile, es gab schon alles Mögliche auf der Erde. Ja, wozu? Um alles in der Welt sollte man sowas machen. Eine raumfahrende Spezies, die Jahrhunderte oder Jahrtausende unterwegs ist, kennt natürlich die unterschiedlichsten Planeten. Es muss ja nicht jeder so ausschauen wie wir. Da mag es Planeten gehen, die sind näher an der Sonne, es ist heißer. Andere sind weiter weg, es ist kühler. Oder sie sind größer, die Anziehungskräfte sind stärker. Jetzt macht man Mischwesen, um zu testen, welche Art wäre vielleicht hitzeempfindlicher? Wie wäre es mit einem Löwen mit einem Krokodilpanzer? Oder mit irgendeinem Stier-Mensch-Gemisch? Die Legende von Minotaurus in Griechenland. Oder eben hier. Sie schaffen so ein Monstrum, den heiligen Apis.
Sie verbieten den Menschen, das Tier zu jagen, zu töten, denn sie wollen es beobachten. Irgendwann aber ist die Arbeit dieser sogenannten Götter vorbei. Sie ziehen sich zurück zu ihren kleinen Zubringerschiffen und von dort ins Mutterraumschiff und weg. Und damals lebten noch einige dieser Monstren. Solange sie lebten, traute sich kein Priester, kein Mensch an die Viecher heran. Jetzt wartete man, bis die Tiere eines natürlichen Todes starben. Dann hat man die Knochen zerhackt, hat unterirdische Gewaltanlagen gebaut, hat aus 1000 Kilometern Distanz die schwersten Sarkophage, die die Welt je gesehen hat, dahinunter transportiert, die zerhackten Knochen reingeschmissen und schmierigen, klebrigen, giftigen Asphalt obendrauf. Und erst noch ein 30-Tonnen-Deckel. Wozu? Diese Monstren sollten niemals wiedergeboren werden. Seit ich halbwegs erwachsen bin, streitet man über die große Pyramide. Nun ist es in der Praxis nicht so, als hätte ich weltweit nur Krach mit irgendwelchen Archäologen. Ich habe Gott sei Dank ein sehr gutes Beziehungsnetz. Und auch unter den Ägyptologen kenne ich eine ganze Reihe von hervorragenden, integeren, humorvollen und geistreichen Männern. Nur, wir haben da und dort halt ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Das schadet ja nicht. Der Disput tut gut. Und was die große Pyramide betrifft, sagen alle Fachleute zu mir, ich soll doch mal endlich aufhören, dumme Fragen zu stellen. Hier sei nun wirklich alles gesicherte Lehrmeinung. Man wisse, wer das Bauwerk errichtet habe, wann und wie das geschehen sei. Die Fachwelt ist überzeugt, die große Pyramide von Gizeh sei von einem Pharao namens Cheops erstellt worden. Dies so um 2500 vor Christus, also von heute an gesehen rund 4500 Jahre in der Vergangenheit. Cheops, so sagt die Fachwelt, sei ein Tyrann gewesen. Bis zu 100.000 Menschen hätten für ihn geschuftet. Ob freiwillig oder nicht, darüber kann man streiten. Cheops habe in sein Bauwerk nur 2 Räume legen lassen. Den oberen Raum nennt man Königskammer, den kleineren unteren Königinnenkammer. Allerdings im Fels unter der Pyramide gibt es tatsächlich noch einen dritten Raum. Den nennt man unvollendete Grabkammer. Schließlich die Korridore, die Gänge zu den insgesamt 3 Räumen, das sei alles. Der ganze Rest sei kompaktes Gestein. Was eigentlich sagen die alten Araber dazu? Und mit alten Araber meine ich jetzt nicht einen Großvater, der hier zusehen mag. Ich meine die arabischen Geschichtsschreiber. Die gab es auch. Oft, wenn ich mit Ägyptologen über die arabischen Historiker rede, dann sagen die mir, Herr von Däniken, das kann man doch nicht ernst nehmen, das sind Märchengeschichten oder man kennt die ganzen Geschichtsschreiber der Araber überhaupt nicht. Haben Sie mal was gelesen von einem Ibrahim Abdul al-Mas'udi oder von einem al-Makrizi? Arabische Historiker. Was steht denn in der arabischen Literatur über das Bauwerk? Eine völlig andere Story. Die Araber behaupten, das Ganze habe sich abgespielt vor der großen Flut. Die Menschen damals seien noch so primitiv gewesen, dass sie mit den Tieren an derselben Tränke getrunken hätten. Doch dann hätten die Wolken sich geöffnet. Aus den Wolken seien die Barken, die Schiffe der Götter gekommen. Allem voran das Schiff des Gottes Osiris. Diese Götter hätten zuerst mal Schulen errichtet im Land am Nil. Dann seien sie ausgeschwärmt, jeder habe eine Keule in der Hand gehabt und sie hätten unsere Vorfahren in die Schulen geprügelt. Vielleicht sollte man das wieder einführen. Nach einiger Zeit habe sie herausgestellt, dass die Menschen sehr wissensdurstig gewesen seien. Als ich das las, war ich sehr beruhigt. Offenbar waren wir doch nicht blöd vor Jahrtausenden. Der intelligenteste unserer Vorfahren, so schreiben die alten Araber, sei ein junger Bursche gewesen, der hieß Saurit. Die arabischen Historiker vermerken dann in einem Nebensatz sehr präzise, Saurit, das ist derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Sagt Ihnen nichts? Nur als Nebensatz. Die Geschichte spielt sich vor der Flut ab, nach arabischer Überlieferung. Saurit sei der Gescheiteste von uns gewesen. Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Wer ist Henoch vor der Flut? Gehen Sie in die Bibel oder in die Tora. Vor der Flut gab es 10 Patriarchen. Einer der 10 hieß Henoch.
Nach biblischer Überlieferung ist Henoch der erste Mensch, der diesen Planeten in einem feurigen Wagen verlassen hat. Mir gibt's zu denken, ich bleibe es beim arabischen Wort Saurit. Dieser Saurit sei also der Gescheiteste gewesen. Die Lehrmeister hätten den zu sich gerufen, hätten ihm ihre Sprache beigebracht. Der junge Saurit ist bald mal zweisprachig. Der kann seine eigene Sprache und die der Fremden. Jetzt dient er als Dolmetscher. Dann hätten sie ihm ein Schnellschreibegerät gegeben. Ich habe nie begriffen, was die meinen. Was ist ein Schnellschreibegerät? Und schließlich hätten sie ihm Bücher diktiert. Zur selben Zeit sei die Kunde aufgekommen, eine schreckliche Flut würde die Erde heimsuchen und alle Menschen und alles Fleisch müssten sterben. Auch der junge Saurit hat das natürlich gehört. Vielleicht war er inzwischen schon 18, 19. Er kannte die Sprache der Fremden, also ging er mutig zu ihnen und hat ihnen buchstäblich Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, wieso habt ihr mir Schreiben gebracht? Wieso habt ihr mir Bücher diktiert? Jetzt, wo das Wasser kommt und wir alle ertrinken, selbst wenn ein paar Menschen übrig bleiben. Die müssen ja wieder von vorne anfangen. Und so habe er inständig gebeten, ein monumentales Bauwerk errichten zu dürfen. In das Bauwerk hinein möchte er viele kleine Kammern legen und in die Kammern seine Bücher. Weil die Zeit drängte wegen der kommenden Flut, hätten die Lehrmeister diesem Saurit bei der Planung geholfen. Nur bei der Planung. Auch nach arabischer Überlieferung, kein Fremder hat Steine rumgeschoben. Keiner hat sich die Finger schmutzig gemacht. Die Menschen haben das getan. Aber bei der Planung hätten sie ihm geholfen. Saurit und seine Leute haben die große Pyramide gebaut. Er habe viele Kammern hineingelegt, seine Bücher reingetan, in 4 Kammern sogar noch Geschenke der Lehrmeister für zukünftige Generationen. Schließlich habe er die ganze Pyramide wasserdicht gemacht, indem er alles von oben bis unten mit Steinen abgedichtet habe. Zumindest das stimmt. Die große Pyramide war auf allen 4 Seiten völlig abgedichtet. Heute sieht so scheußlich aus, weil die Araber seit Jahrhunderten die Steine weggerissen haben. Diese Platten waren so schön zugeschnitten, dass man sie verwendete zum Bau der Stadtmauer von Kairo, für Regierungsgebäude, Moscheen, aber auch für Privathäuser. Deshalb schaut das heute so aus. Immer dann, wenn ich meinen Freunden von der Ägyptologie diese arabischen Geschichten erzähle, dann stößt man an mit einem Glas Wein und die sagen mir, aber bitte, du nimmst doch das nicht ernst. Die Araber waren doch Märchenerzähler. Man denke an Tausend und eine Nacht, Ali Baba und die 40 Räuber. Sesam, öffne dich. Tolle Geschichten, aber nichts davon ist wahr. Im besten Falle haben sie ihre Könige schön geredet. Was stimmt? Unsere Lehrmeinung oder die der alten Araber? Gibt's hier drin Räume unbekannter Art? Wenn Sie als Tourist die große Pyramide betreten, dann klettern Sie zuerst mal hier rauf. Ich müsste vielleicht sagen, Sie keuchen hier rauf. Man nennt das den aufwärtsgehenden Gang. Er ist 1 Meter und 2 Zentimeter hoch. In der Praxis bedeutet das, runter mit Ihrem Kopf, runter mit den Schultern, runter in die Knie. Im Entenwatschelgang kriechen Sie hier hoch. Der Schweiß bricht Ihnen aus sämtlichen Poren. Ihre Unterwäsche können Sie wegschmeißen nachher. Ich stehe oft am Ende der Strecke, es sind 26 Meter, und warte auf meine Touristen. Alle kommen tropfnass an. Die Damen haben verklebte, nasse Haare. Also wenn Sie, verehrte Damen, je in die Pyramide kriechen, dann gehen Sie erst hinterher zum Friseur und nicht vorher. Ihre Frisur steht das nicht durch. Nach 26 Metern machen alle denn jetzt stehen Sie hier. Das nennt man große Galerie. Die Strecke ist 47 Meter lang, 9 Meter rund hoch. Und hier beginnen die ersten berechtigten Fragen an meine Freunde von der Ägyptologie. Kann mir das jemand erklären? Wieso haben die Bauherren der Pyramide zuerst einen mickrigen, niedrigen Gang gemacht? So niedrig, dass sie durchkriechen müssen. So niedrig, dass sie nicht mal einen Sarkophag hätten reintransportieren können. Nicht mal einen Sarkophagdeckel. Und dann nach 26 Metern diese irre Anlage her. Jede Steinschicht ist 8 cm über der nächsten angebracht. So entsteht ein Gang, der sich nach oben spitz zuneigt. Hier sind Steinbalken von bis zu 70 Tonnen verwendet worden.
eine unglaubliche Arbeit. Dahinter muss eine fantastische Planung stecken. Aber Cheops und seine Leute, die es gemacht haben sollen, die kamen schnurstracks aus der Steinzeit. Wie eigentlich ist dieses Wunder möglich geworden? Im Mystery Park in Interlaken haben wir eine Computeranimation zusammengestellt, um das Wunder zu erklären. Eine Antwort haben sie nicht. Zum Beispiel, es gab doch diese Geschichte mit der Rampe. Aber die Rampe muss ununterbrochen jeden Tag der neuen Höhe angepasst werden, auf der ganzen Länge. Sie können irgendwo einen Knicks drin haben. Dasselbe gilt, wenn Sie eine Spiralrampe um die Pyramide herumbauen. Die Rampe hätte am Ende eine Länge von rund 4 Kilometer. Sie hätte mehr Volumen, mehr Inhalt als die Pyramide selbst. Es gab andere Vorschläge. Hier sei organisatorisch was Tolles gelungen. Tausende, Zehntausende von Arbeitern seien dirigiert worden. Man sagt das so leicht. Das braucht Schulung, das braucht Erfahrung, das braucht Seile, die nicht da waren. Die verschiedensten Lösungen, die präsentiert wurden, werden alle als selbstverständlich genommen. Wenn Sie Steine mit Holz ummanteln, wie Sie es hier sehen, dann müssen Sie das zuerst mal erfinden. Die Schraube des Archimedes war nicht plötzlich da. Heureka! Das muss sich jemand ausdenken und ausprobieren. Aber Cheops und seine Leute kamen aus der Steinzeit. Es ist gesagt worden, die Steine seien hochgewippt worden. Man sprach von Hebebühnen, man sprach von Flaschenzügen. Alles Mögliche kam ins Gerede. Denkbar ist jede Lösung. Aber sie setzt zu viel an den Anfang. Sie setzt zu viel an den Herrn Cheops und seine Leute, die direkt aus der Steinzeit kommen. Übrigens, unsere Ägyptologen sind absolut überzeugt, die drei Pyramiden hier auf dem Plateau von Gizeh seien zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden. Cheops, Chephren, Mykerinos. Die alte arabische Literatur sagt was anderes. Die Pyramiden seien alle gleichzeitig gebaut worden, von diesem Saurit. Im Innern der Pyramide gibt es diese Schächte, und zwar von der Königinnenkammer aus in zwei Richtungen, nach Norden und Süden. Wenn Sie die Schächte an bestimmten Eckdaten verlängern, Frühjahrsbeginn, Herbstbeginn, so zielen Sie genau auf das Sternbild Orion und Sirius. Aber der älteste Gott der Ägypter war doch Osiris. Osiris ist dasselbe wie Orion. Die alten Araber sagen, die drei Pyramiden stehen nicht zufälligerweise so. Sie repräsentieren die Gürtelsterne des Sternbildes Orion. Orion, Osiris ist dasselbe und auf der anderen Seite Isis, seine Gattin. In unserem Sonnensystem spricht man von inneren und äußeren Planeten. Die inneren Planeten von der Sonne her gesehen, Merkur, Venus, Erde und dann die äußeren. Im Innern der großen Pyramide gibt es drei Kammern, die Distanzen entsprechen punktgenau den Distanzen der inneren Planeten. Die große Pyramide übrigens steht nicht zufälligerweise irgendwo. Sie steht genau da, wo der Abstand zum Erdmittelpunkt gleich groß ist wie der Abstand zum Nordpol. All das und viel mehr mag Zufall sein. Wenn man nur 2 oder 3 Zufälle akzeptiert, dann wird es gefährlich. Nun wissen wir, das ist seit 10 Jahren bekannt, dass es in der Königinnenkammer, das ist die kleinere Kammer in der großen Pyramide, 2 Schächte gibt. Einer in die Südwand und einer in die Nordwand. Der hier ist der Schacht in die Südwand. Jetzt sollten Sie aber wissen, verehrte Betrachter, diesen Schacht, den gibt es erst seit 100 Jahren. Vor 100 Jahren war die Wand nämlich zu. Da war kein Schacht. Vor 100 Jahren kam ein Engländer, das war der Mr. Dixon. Der klopfte mit einem Hämmerchen die Wände ab. An 2 Stellen klang es hohl, Süd und Nord. Erst jetzt holte man Meißel und Hammer, hat hier 6 cm rausgespitzt und entdeckte einen Schacht dahinter. Wenn Sie mit der Lampe reinzünden, der Schacht läuft etwa 2 Meter horizontal, flach. Dann erkennen Sie im Scheinwerferkegel, es geht so schräg nach oben im Innern der Pyramide. Die ganze Fachwelt war immer der Meinung, es handelt sich bei beiden Schächten um symbolische Schächte. Man spricht von sogenannten Seelenschächten. Und die Mitnicker-Gesellschaft ist dankbar. Seelenschächte, das ist die Lösung. Natürlich hat man feststellen wollen, ob diese Schächte am äußeren Pyramidenrand irgendwo wieder ans Tageslicht treten. Das tun sie nicht. Deshalb war man in Fachkreisen der Meinung, die Schächte seien im besten Fall 8, höchstens 10 Meter lang, dann würden sie blind enden.
Ein junger Ingenieur aus Deutschland, der Rudolf Gantenbrink, der wollte das alles genauer wissen. Er sagte sich, das kann man doch heute feststellen mit moderner Technologie. Wie wäre es, wenn ich mit einem Spielzeugauto in den Schacht reinfahre? Spielzeugautos dirigiert man über Funk. Vorwärts, Retour, Halt etc. Und dann plötzlich kamen dem jungen Ingenieur Gantenbrink Zweifel. Er sagte sich, halt mal. Wenn mein Spielzeugauto vielleicht 40 Meter im Schacht drin ist und jetzt gebe ich ein Funksignal, es soll anhalten und zurückfahren, aber aus irgendwelchen Gründen kommt mein Funksignal nicht an, das blöde Ding bleibt darin kleben. Was dann? Stellen Sie sich vor, 500 Jahre in der Zukunft finden unsere Nachfahren das Spielzeugauto da drin. Was die für Schlüsse daraus ziehen, kann ich mir gut vorstellen. Wenn es nicht mit Spielzeugauto geht, dann muss eine Hightech her. Herr Gantenbrink hatte die Möglichkeit, er konstruierte einen speziellen Roboter. Die Basis war ein Stahlgerippe, es kamen dann Elektromotoren rein, eine spezielle Videokamera, zwei Halogenscheinwerfer, schließlich noch ein Laserbeamer, also ein Laserstrahl, mit dem misst man die Distanz zur nächsten Wand, dann Gummiraupen wie bei einem Panzer. Den oberen Teil kann man hochdrücken mit einer Hydraulik. Das gibt Kraft an der Decke, denn für diesen Roboter, wenn man ihn nicht über Funk steuern kann, braucht es ja Kabel. Man muss Kabel mitziehen, also brauchen sie Kraft. Deshalb die Gummiraupen. Und dann, vor etwas über 10 Jahren, begann ein neues Abenteuer in der großen Pyramide. Während Sie diese Bilder sehen, verehrte Zuschauer, müssen Sie sich ganz klar sein, dieser Schacht entstand gleichzeitig mit dem Bau der Pyramide. Es geht nicht andersrum. Sie können nicht zuerst die Pyramide fertig machen. Und dann kommt irgendein Priester hinterher und sagt, hey, ich brauche jetzt noch einen Seelenschacht. Das ist toll. Der Schacht hat 20 cm Seitenlänge. Bei dieser Größe kriegen Sie auch keinen Lilliputaner mehr rein mit Meißel und Hammer. So, der Schacht muss entstanden sein während dem Bau. Alles, was Sie auf dem Bildschirm sehen, war geplant. Hier war Tageslicht drin. Es wurde erst dunkel, wie die Pyramide gewachsen ist und der nächste Deckenstein, die Deckenplatte obendrauf kam. Unten in der Königinnenkammer saßen die Fachleute, betrachteten auf ihren Monitoren die Fahrt dieses Roboters da drin. Und die Gesichter der Fachleute wurden immer länger. Plötzlich tauchten Kratzspuren auf, Schleifspuren, sowohl vertikal wie horizontal. Ständig änderten die Wände. Mal war es Kalkstein. Dann war es Sandstein. Es kamen torähnliche Öffnungen aus Granit. Plötzlich waren die Wände und die Decke mit Kalksteinkieseln verputzt worden. Das muss draußen gemacht worden sein, also Kalkstein anrühren, Kieselsteine mit irgendeinem Mörtel auf die Platte legen, eintrocknen lassen und dann die Platten einsetzen. Warum? Wir wissen es nicht. Schließlich im Laufe der Fahrt kam ein Hindernis. Da war ein Steinbalken quer durch diesen Schacht gelegt worden. Der Roboter musste mehrmals hinaus dirigiert werden. Man musste ihn abfeilen, verkleinern, also etwas niedriger machen, bis er schließlich auch diese Hürde nahm. Inzwischen waren 40 Meter im Schacht zurückgelegt und dann waren es 50 und 60 und die Fachleute trauten ihren Augen nicht mehr. Plötzlich tauchte tatsächlich eine Türe auf. Die Türe hatte so was wie zwei, wie soll ich sagen, kleine Beschläge. Einer davon war abgebrochen. Das abgebrochene Stück lag unten rechts am Boden. Was war das? Die Wand hier ist übrigens Alabaster. Und dies ist nur der Anfang der Geschichte. Sie sehen, wie der Laserstrahl unten durchgeht. Das abgebrochene Stück besteht nämlich aus Metall. Aber Cheops soll doch Steinzeit gewesen sein. Wie passt das? Der Anfang der Geschichte, vor 11 Jahren, hat ein japanisches Team, und zwar Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen, interdisziplinär nennt man das, ein Team der Waseda University in Tokio, die große Pyramide mit modernstem Gerät durchleuchtet. Da gibt es einen dicken wissenschaftlichen Bericht, der selbstverständlich geheim ist, von dem ich selbstverständlich eine Kopie habe. In diesem Bericht lesen Sie alle Messdaten von einem ganzen Labyrinth von Kammern und Korridoren in der großen Pyramide. Wieso passiert nichts in der Öffentlichkeit? Die Entdeckung von Rudolf Gantenbrink ist inzwischen runde 11 Jahre alt. Sie sehen unten rechts im Bild
fehlt ein kleines Dreieck. Seit 11 Jahren hätte man ein Endoskop da unten reinschieben können. Das machen die Ärzte jeden Tag, wenn es sein muss. 11 Jahre lang ist die Öffentlichkeit zum Narren gehalten worden. Den Rudolf Gantenbrink, der eine ehrliche Arbeit geliefert hat, den hat man ausgebotet. Warum denn? Hat er was falsch gemacht? Man hat ihm vorgeworfen, wegen ihm sei das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen. Ich habe zurückgefragt, wieso soll es denn nicht an die Öffentlichkeit kommen? Wer macht denn hier Geheimniskrämerei? Nicht wir. Die andere Seite, die Ägyptologie in Kairo, nicht die Ägyptologen hier in unseren Ländern. Die wissen selbst nicht, was in Kairo passiert. 11 Jahre lang geschah also nichts. Rudolf Gantenbrink ist man losgeworden. Und dann hat die Altertumsverwaltung in Kairo einen neuen Vertrag gemacht. Mit einer steinreichen amerikanischen Gesellschaft. Das ist National Geographic Society. Eine steuerfreie Gesellschaft. Hat einen sehr guten Ruf. National Geographic hat einen neuen Roboter gebaut. Dann hat man am 17. September 2002 der Öffentlichkeit erzählt, jetzt würde zum ersten Mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Loch in dieses Türchen gebohrt. Zum ersten Mal würde eine Kamera durchgeschoben. Noch während der Sendung, live war immer eingeblendet, hat die Journalistin den Professor Dr. Zay Hawass gefragt. Professor Dr. Zay Hawass ist der Chef der Altertumsverwaltung. Hat ihn gefragt, ist das zum ersten Mal, dass sie eine Kamera durchschieben? Ja, sagte er, wir sind alle völlig aufgeregt, was hier passiert. Bedauerlicherweise entsprach diese Aussage nicht der Wahrheit. Das Loch war schon 14 Tage vorher gebohrt worden. Die Kamera war längst schon durchgeschoben worden. Die Ägyptologen in Kairo wussten, dass hinter diesen Türen das zweite Türchen kam. Hätten sie dahinter auf Anhieb einen Raum entdeckt, wie es die alten Schriften der Ägyptologen, der Historiker sagen, dann hätte man den Film der Öffentlichkeit nie zeigen dürfen. Warum denn nicht? Wenn irgendwo ein Raum ist, liegt doch was drin. Man baut nicht einen Schacht und eine Türe und hat einen Raum dahinter und der ist leer. Und das, was drin gewesen wäre, hätte wohl nicht ganz ins Bild der Öffentlichkeit gepasst. Deshalb die Geheimniskrämerei. Ich werde oft gefragt, das ist doch unwissenschaftlich. Das ist es tatsächlich. Aber auch Wissenschaft ist an die Gesellschaftsregeln gebunden. In den arabischen Ländern geht es sehr oft um Religion. Und Religion ist gleich Politik und gleich Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, die alten arabischen Schriften hätten recht. Und in der Pyramide würde man Räume finden mit Überlieferungen von Zeiten vor der Flut. Jetzt sind wir Menschen alle in irgendeiner Religion groß geworden. Ich bin katholisch erzogen worden. Die Christen haben als Vorbau das Alte Testament, die alte Geschichte. Auch in der muslimischen Religion kennt man die Storys von Moses, Salomon, Suleiman heißt er dort, Noah etc. Und selbstverständlich auch in der jüdischen Überlieferung. So die Basis der Weltreligionen ist dieselbe. Und jetzt würde man plötzlich Bücher entdecken, Schriften, die uns was völlig anderes über die Sintflut erzählen, als das, was wir in der religiösen Literatur vorfinden. Das wäre Anlass für viel Streit und Zoff. Also lässt man's lieber. Was ich persönlich sehr bedauere. Das Ganze ist nicht wissenschaftlich. Doch wechseln wir das Thema. Wenn Sie je im Leben Gelegenheit haben, nach Peru zu fliegen, dann sollten Sie nicht nur in die Höhe fliegen, wo Sie diese seltsamen Steine gesehen haben, sondern auch nach Süden. 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Lima liegt eine gigantische Wüstenfläche. Die heißt Nazca. Wenn Sie dort am Boden stehen, erkennen Sie nichts. Sand, Wüste, Dünen, im Hintergrund ausgedorrte Berge. So wie Sie im Flugzeug über dieselbe Wüste fliegen, schälen sich plötzlich Linien aus dem Boden, wie Sie hier sehen. Figuren aller Art, Fische, Vögel, Affen, Menschen, aber alles so überproportioniert, so groß, dass Sie es nur aus der Luft erkennen. Am Boden sehen Sie kaum was. Natürlich wimmelt es von Theorien über dieses Rätsel in Nazca. Die älteste Theorie stammt von Frau Maria Reiche, eine junge Dame, die 1941 schon nach Peru gekommen war. Sie hat sich vorgenommen, diese Nuss zu knacken. Sie hat ihr Leben hier geopfert. Frau Reiche glaubte mal, das Ganze sei ein astronomischer Kalender. Die Kalendervariante ist längstens vom Tisch. Frau Reiche ist vor wenigen Jahren gestorben, hochgeachtet in Peru, sie hat es auch verdient, aber am Ende ihres Lebens war sie verbittert und meinte, vielleicht hat es was mit Schamanen zu tun oder mit Geistern.
Dann kamen andere, zum Beispiel der Amerikaner Jim Woodman, der glaubte, Nazca sei nichts anderes gewesen als der Ballonstartplatz für die Heißluftballone der Inka-Herrscher. Wieder einer sprach von einem Kult für die Wassergötter, einem Kult für die Berggötter. Sie können, wenn Sie wollen, buchstäblich schwimmen in einer ganzen Orgie von Kult, Kult, Kult. Sie haben noch nie was in den Händen. Mich erinnert es an bestimmte Luxusrestaurants. Alles auf der Rechnung, nichts auf dem Teller. Für den Mystery Park in Interlaken haben wir Nazca mit Helikopter gefilmt. Und ich habe einen ganz kurzen Filmschnitt hier zusammengestellt. Da geht es nicht um diese Figuren, um die Fische, Vögel, Affen, Menschen, die Sie irgendwo drin sehen, sondern es geht um diese seltsamen Linien. Ich habe übrigens in keinem meiner Bücher geschrieben, das seien die Landebahnen der Außerirdischen, obschon mich Schlaumeier von Journalisten immer so zitieren. Ich habe das Ganze als Kult bezeichnet, allerdings als Kult, der ursprünglich was mit Außerirdischen zu tun hat. Sie sehen hier Linien im Gebirge. Die längste dieser Linien ist 3,8 Kilometer lang. Dazwischen gibt es schmale Linien. So eine schmale Linie ist nur einen Meter breit. Aber hier ist die längste 23 Kilometer lang. Wie mit dem Lineal gezogen. Über Stock und Stein und Berg und Tal in einer schnurgeraden Linie. Nazca ist ein einziges gigantisches Rätsel. Trotz aller Erklärungsversuche. Es gibt Kultdenken für jede nur mögliche Variante. Aber das eigentliche Rätsel ist bis heute nicht gelöst worden. Auf den Bildern hier sehen Sie so etwas wie Abstufungen, Treppen. Nach einem Vortrag hat mal ein Psychologe gemeint, ich sollte mir hier Blumensträuße vorstellen. Ein Ingenieur dagegen lachte und sagte, das war die Pistenbeleuchtung. Wir wissen nicht, was es war. Ich weiß es auch nicht. Aber wir stellen dieses Problem im Mystery Park in Interlaken zur Diskussion. Nazca ist unheimlich. Sei es Tag, sei es nachts. In Nazca lernt man buchstäblich das Staunen wieder. Hier gibt es Dinge, die man nirgendwo auf der Welt sieht, die man nicht einfach unter irgendeinen Hut kriegt. Die verschiedensten Denkmöglichkeiten sind denkbar, vermutlich Dinge, die wir noch nicht mal gedacht haben. Auf den Bildern erkennen Sie, dass wir im Gebirge sind. Der normale Berg läuft von zwei Seiten auf die Bergkuppe zu. Da, wo diese Linie drauf ist, das war auch mal so ein Berg, der von zwei Seiten auf die Bergkuppe zulief. Irgendwer hat den ganzen Berg abgehobelt. Und das ist einer von mehreren. Was hat sich hier nur abgespielt? Unter der pistenähnlichen Linien erkennt man Zickzacklinien. Es ging also nicht darum, mit den Schuhen, mit den Sandalen, mit den Füßen, mit Steinen die Oberflächenstruktur wegzukratzen. Wenn das passiert wäre, wäre die Zickzacklinie drunter ja auch verschwunden. Wie man sieht, ist sie noch da. Im Hintergrund erkennt man abgebrochene Berge. Ich war mehrmals dort und habe immer vergeblich nach dem Aushub, nach dem Abhub eigentlich gesucht. Irgendwer scheint ihn wegtransportiert zu haben. Und dann gibt es im ausgetrockneten Gebirge noch eine andere Sensation. Geometrische Darstellungen. Sehr seltsam. Wenn Sie gute Augen haben, erkennen Sie Geländeeinschnitte. Die Punkte und Linien laufen sogar über die Geländeeinschnitte. Jetzt ist das Ganze ein paar Jahrtausende alt. Niemand weiß, was es war. Aber die Frage muss doch lauten, wer hat vor Jahrtausenden geometrische Botschaften so angelegt, dass der Empfänger fliegen können musste. Sonst sieht man es ja nicht. Nun stammen die Bilder aus der Vergangenheit. Ich möchte einen Sprung in die Gegenwart machen. Merken Sie sich das und achten Sie mal hier drauf. Das Phänomen dieser Kornkreise. Seit 17 Jahren tauchen sie auf. Vorwiegend in England, aber immer mehr auch in anderen Ländern. Und seit 17 Jahren erklärt man uns, das ist alles Fälschung. Natürlich gibt es Fälschungen, wir kennen auch Fälscher, es gibt ganze Trupps von Fälschern. Vor einigen Jahren hat eine japanische Fernsehgesellschaft an der London University große Anschläge gemacht, hat mit dickem Filzstich drauf geschrieben, sie suchen Studenten, denen es möglich sei, über Nacht die Konturen eines Toyota in ein Kornfeld zu machen. Die Studenten haben es geschafft, am Morgen war ein Toyota da, nur 860 Meter entfernt, in derselben Nacht. Entstand ein völlig unverständliches, riesiges Zeichen. Man spricht heute von Piktogrammen. Bei den Fälschungen, da haben die Fälscher zuerst ihre Computeranimationen gemacht,
ihre Pläne. Meistens haben sie ein Seil um den Hals und dann haben sie unten an den Füßen irgendeine Holzlatte, die ist mit dem Seil verbunden. Dann tritt man die Holzlatte runter und tritt auf diese Weise das Korn nieder. Das Korn bricht dabei zum größten Teil. Bei dem, was wir uns nicht erklären können, sind die Halme ineinander geflochten wie bei einem Zopf und kein einziger Halm ist gebrochen. Ich kenne natürlich auch Leute, die behaupten, sie selbst hätten alles gefälscht. Vor einem Jahr in einer Fernsehsendung bei Günter Jauch, ZDF, hat einer der Fälscher gesagt, man soll nur mal darauf achten, alle Punkte seien über Traktorspuren erreichbar. Wenn Sie genau hinsehen, bemerken Sie, dass das nicht stimmt. Sehen Sie die einzelnen Punkte her? Da gibt es keine Traktorspuren, auch die kleinen Linien nicht. Hier geschieht etwas, das wir uns nicht erklären können. Was es ist, weiß ich auch nicht. Aber es gibt Filme, da erkennt man, wie wenige Sekunden lang nachts etwas Gelbes, Irisierendes, Leuchtendes über diese Felder rast und unter den Augen des Films entsteht so etwas Seltsames. Vielleicht versuchten sie jemand eine Botschaft zu geben. Vielleicht versuchten sie jemand zu testen und wir sind zu blöd und verstehen die Botschaft nicht. Wir machen ja nichts anderes heute. Wenn wir Gorillas oder Schimpansen im zoologischen Garten haben, dann geben wir ihnen Holzklötze in verschiedenen Farben und Formen und beobachten sie, ob sie sie richtig zusammenkriegen. Und wenn sie es nicht schaffen, sagen wir, okay, sind blöd geblieben. Vielleicht betrachtet uns jemand aus der ähnlichen Sicht. Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, heißt's. Und aus der Sicht der Bodenständigkeit kommen uns die unmöglichsten Ideen. Als das Phänomen begann mit diesen Kornkreisen, da las ich in den Zeitungen, das sei nichts anderes als Windböen. Okay, Windböen machen Kreise in die Felder, aber doch nicht solche Dinge. Die nächste Idee, die ich gehört habe, nee, es seien brünstige Wildsauen, die hier im Kreis gelaufen sind. Dann vernahm ich, nein, es sind intelligente Ameisenarten. Kaum eine Erklärung ist zu dumm, um die Realität wegzureden. Dieses Bild hier entstand innerhalb 4 Minuten über Nacht. Fälschen Sie das mal. So einfach geht das nicht. Vor 20 Jahren hatte ich einen Vortrag im kleinen Kreis der amerikanischen Weltraumbehörde, der NASA. Und dort sprach ich auch über den Propheten Hesekiel. Die Geschichte möchte ich Ihnen schnell erklären. Hesekiel ist eine Gestalt des Alten Testamentes. Man nennt sie Hesekiel oder Ezechiel, ist immer dieselbe Figur. Und diese Hesekiel-Gestalt schreibt im Alten Testament, ziemlich am Ende des Alten Testamentes, eine höchst spannende Geschichte. Die Geschichte ist niedergeschrieben worden in der ersten Person, in der Ich-Form von dem, der es erlebt hat. Hesekiel schreibt, er sei in Gefangenschaft gewesen an einem Fluss in Babylon. Und dann habe der Himmel sich aufgetan. Aus den Wolken, und zwar aus Nordosten, sei ein Fahrzeug herangerast. Plötzlich hört Hesekiel einen fürchterlichen Lärm. Er vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers, mit dem Rauschen, mit dem Donnern vieler Wasser. Die Männer, die hier arbeiten, haben alle Angst, werfen sich zu Boden. Nun ist Hesekiel beruflich Oberpriester am Tempel von Jerusalem. Er glaubt an irgendwas Göttliches und deshalb hat er den Mut und steht als Erster auf. Und beschreibt herrlich, was er sieht. Vor sich ein Gebilde, Hesekiel nennt es die Herrlichkeit des Herrn. Übrigens, im gesamten Hesekiel-Text sagt Hesekiel nie das Wort Gott. Er ahnt etwas. Er nennt das Gebilde die Herrlichkeit des Herrn. In der Herrlichkeit des Herrn sei so etwas gewesen wie ein Edelstein, habe geglitzert und geglänzt. Und mitten im Edelstein drin, war etwas wie ein Thron. Auf dem, was wie ein Thron ausschah, habe einer gesessen, anzusehen wie ein Mensch, in glitzerndem Gewande. Unter diesem Thron sah Hesekiel lebende Wesen. Die hätten Flügel gehabt. Wenn die Flügel sich bewegten, entstand ein unglaublicher Lärm, den er vergleicht mit Wasser und Kriegsgetöse. Und unter diesen Flügeln, diesen lebenden Wesen, habe er Räder gesehen. Hesekiel beschreibt sehr präzise, die Räder seien so gearbeitet gewesen, als könnte ein Rad nach allen 4 Seiten gehen, und zwar ohne sich im Gehen zu wenden. Wenn wir heute ein Rad haben, läuft das vorwärts oder es läuft retour. Wenn wir eine Drehbewegung machen, denken Sie an das Steuerrad
oder eine Deichsel bei einem Wagen, dann drehen sich die Räder. Hesekiel beschreibt Räder, die nach allen vier Seiten gehen können. Rechts, links, vorwärts und so weiter, ohne diese Drehbewegung. Er schreibt, die Räder hätten Felgen gehabt und rote Augen ringsum. Und unter den Rädern habe er Beine gesehen. Die Beine seien aus Metall gewesen. Sie blitzten und blinkten wie blankes Erz, etc., etc. Ich will nicht den ganzen Hesekiel durchhacken. Bei der NASA vor 20 Jahren habe ich eben über Hesekiel gesprochen. Und habe vorgeschlagen, dass hier in der Bibel vielleicht etwas Technisches entstanden oder beschrieben sei. Beim späteren Nachtessen meinten die NASA-Ingenieure, sie glauben nicht daran, dass irgendwelche Technik in der Bibel verborgen sei. Immerhin der Chefkonstrukteur von damals, der Mr. Joseph Blumrich, hat mir lachend gesagt, Herr von Däniken, ich will diesen Hesekiel mal lesen. Und zwar den ganzen Hesekiel, nicht nur ein paar Abschnitte. Das hat er später getan. Und er nahm nicht nur eine Bibelausgabe, er nahm mehrere Bibelausgaben, weil Hesekiel verschiedene Übersetzungen hat. Da sind die Worte ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Am Anfang, das hat mir Herr Blumrich später erzählt, habe er gelächelt. Mit dem überlegenen Lächeln eines Mannes, der zum Vornherein weiß, da kommt sowieso nichts Scheiß raus. Und dann sei er immer nachdenklicher geworden. Plötzlich habe er zu seinem Zeichenstift gegriffen und zu seinem Berufswerkzeug und habe angefangen, Hesekiel beim Wort zu nehmen. Satz bei Satz. Alles wurde analysiert. Was schreibt er eigentlich hier? Zwei Kollegen von der NASA kamen dazu. Beides auch Weltraumingenieure. Die fragt, du, was machst du hier, Josef? Ich nehme Hesekiel beim Wort. Nichts ist weggefallen. Was hat Hesekiel beschrieben? Das ist das Fahrzeug. Die sogenannte Herrlichkeit des Herrn. Nach Beschreibung der Bibel und nach der Rekonstruktion von Joseph Blumrich von der NASA. Hesekiel schreibt noch zur Oberstzeit was gewesen wie ein Edelstein. War nichts anderes als die Kommandokapsel mit einer Sicht ringsum. Er nennt das ganze Ding die Herrlichkeit des Herrn. Er beschreibt die Flügel, die den fürchterlichen Lärm machen. Waren Helikoptereinheiten. Hesekiel beschreibt es noch präziser. Er sagt, wenn die Flügel stillstanden, hingen sie nach unten. Dann beschreibt er die Räder, die nach allen vier Seiten gehen konnten. Bei der NASA hat man ein neues Rad rekonstruiert. Man hat das Rad unterteilt in verschiedene Segmente. Jedes Segment endet in einer eigenen Achse. Natürlich kann dieses Rad vorwärts gehen oder sich zurückdrehen. Aber das Rad könnte sich auch auf Sie zubewegen, auf Sie, die Zuschauer. Dann dreht sich einfach nur die Walze, die gerade Berührung mit dem Boden hat. Dasselbe in umgekehrter Richtung. Dieses Rad dreht sich nach allen vier Seiten, ohne sich im Gehen zu wenden. Schließlich die Beine, die gerade waren und funkelten wie blankes Erz. Diese Rekonstruktion stammt aus der Küche der NASA. Und wie ich schon sagte, nicht ein Satz ist unter den Tisch gefallen. In den USA entstand ein Buch darüber, The Spaceship of Ezekiel. Es gibt eine deutsche Version, vielleicht finden Sie es in einer Bibliothek. In Deutsch heißt das Buch, Da tat sich der Himmel auf, von Joseph Blumrich. Jetzt muss man noch etwas wissen. Die ganze Beschreibung dieser Technik finden Sie in Hesekiel von Kapitel 1 bis Kapitel 40. Und in Kapitel 40 geschieht was völlig Neues. Hesekiel schreibt, dieses Fahrzeug da, diese Herrlichkeit des Herrn, sei noch einmal gekommen. Ein zweites Mal. Er schreibt, die Hand des Herrn habe ihn gepackt und sie setzten mich auf den Thron. In meiner Betrachtungsweise, er sitzt auf dem Sessel des Co-Piloten. Dann schreibt Hesekiel, die Hand des Herrn lastete schwer auf meiner Brust. Sie sind gestartet, er spürt den Andruck. Schließlich meint er, sie brachten mich auf einen sehr, sehr hohen Berg. Er betont das zweimal, sehr, sehr hohen Berg. Und unter mir, so schreibt er, war etwas wie eine Stadt. Dieses Gebilde hier, diese Herrlichkeit des Herrn, sei mitten in die Stadt hineingeflogen. Da unten sei etwas gewesen wie ein Tempel und das Gebilde sei mitten in den Tempel hineingeflogen. Der Tempel kann kein Dach gehabt haben. Endlich wird es still, Hesekiel darf aussteigen und außerhalb der Tempelmauer wird er bereits erwartet. Da steht einer, Hesekiel beschreibt ihn, der war anzusehen wie ein Mann in Erz. So der Fremde glitzerte und glänzte in der Sonne. Dieser Mann in Erz macht sich zuerst mal lustig über Hesekiel. Er spottet und sagt, ihr Menschen, ihr habt Augen, um zu sehen und seht doch nichts. Und ihr habt Ohren, um zu hören und hört doch nichts.
Plötzlich hat der Fremde einen Maßstab, so ein Messlatte in der Hand, übergibt diesen Maßstab dem Hesekiel und befiehlt ihm, das ganze Bauwerk zu vermessen. Hesekiel hat noch den Mut, zurückzufragen. Er fragt den Mann, der da so glitzert, warum? Warum soll ich das tun? Und der Fremde antwortet ganz kühl, deshalb haben wir dich hergebracht, damit du das tust. Und so beginnt Hesekiel zu messen. Länge, Breite, Vorhöfe, Innenhöfe, Treppen, lesen Sie es nach, verehrte Zuschauer. Machen Sie sich die Mühe, greifen Sie zur Bibel. Ab Kapitel 40, seitenlange Maßangaben. Sowas finden Sie nirgendwo in der Bibel, nur beim Propheten Hesekiel. Über diese Maßangaben stolperte der deutsche Ingenieur, der Hans-Herbert Bayer. Herr Bayer ist ein Fachmann für große Bauwerke. Auch er nahm Hesekiel beim Wort. Auch er hat keinen Satz weggelassen. Nicht einen Zentimeter hat er hinzugefügt oder weggelassen. Er hielt sich genau an die Vorgaben des Propheten Hesekiel in der Bibel. Er wollte wissen, was ist das für ein Bauwerk, das der hier beschreibt. Hier ist das Resultat. Der sogenannte Tempel war in Wirklichkeit nichts anderes als die Bodenstation, man könnte sagen das Basislager für dieses außerirdische Zubringerraumschiff. Ich habe oft Debatten geführt mit Theologen über Hesekiel. Die Theologen haben natürlich völlig andere Meinungen. Die Theologen sind der Ansicht, Hesekiel habe die Vision eines zukünftigen Tempels. Er beschreibe den Tempel eines zukünftigen Jerusalems. Aber irgendetwas lässt man hier unter den Tisch fallen. Hesekiel schreibt doch, sie brachten mich auf einen sehr, sehr hohen Berg. Wo in Jerusalem gibt es einen sehr, sehr hohen Berg? Ich kenne die Gegend, ein paar Hügel, dann hat sich's. Dann schreibt er, unter mir war etwas wie eine Stadt. Wäre es Jerusalem gewesen, er hätte es beim Namen genannt. Er ist in Jerusalem aufgewachsen, er kennt seine Stadt. Es gibt übrigens deutsche Bibeln, da ist an der Stelle das Wort Jerusalem eingefügt. Im Original im Hebräischen steht kein Wort von Jerusalem. Dann schreibt Herr Hesekiel, mitten in der Stadt war etwas wie ein Tempel. Moment mal, wieso wie ein Tempel? Er selbst ist doch Oberpriester am Tempel. Er muss doch wissen, was ein Tempel ist. Irgendetwas wird hier vermischt. Hesekiel hat keine Vision. Er ist ein hervorragender Beschreiber. Was eigentlich hat sich tatsächlich abgespielt? Für den Mystery Park in Interlaken haben wir den alten Text des Hesekiel genommen und der modernen Computeranimation aufgezeichnet, wie sich die Story abgespielt haben könnte. Vom Mutterraumschiff aus, im Orbit, startet ein kleines Zubringerraumschiff. Unten auf der Erde sind die Menschen, unter anderem Hesekiel. Sie hören den Lärm, sie hören ein Rauschen, sie blicken auf, dann kommt das Fahrzeug auf die Männer zugerast. Die meisten werfen sich zu Boden. Hesekiel glaubt natürlich an etwas Übernatürliches, etwas Göttliches, traut sich als erster aufzustehen und gibt diese präzise Beschreibung, wie ich sie eben, zumindest teilweise, erklärt habe. All das, was er beschreibt, sieht er als Augenzeuge. Er schreibt es ja in der ersten Person, in der Ich-Form. Da sind die Beine, die gerade sind. Da sind die Räder, die den fürchterlichen Lärm machen. Die Flügel, die sich nach unten senken, wenn sie stillstehen. Hesekiel ist ein hervorragender Beobachter. Am meisten ist er verblüfft, wie plötzlich Räder zum Vorschein kommen, die nach allen vier Seiten drehen können, rechts, links, vorne, hinten, ohne eine einzige Bewegung gut zu machen. Schließlich wird Hesekiel gepackt. Man setzt ihn auf dem Sessel des Co-Piloten. Und dann geht die Fahrt los. Er schreibt ja, die Hand des Herrn lastete schwer auf meiner Brust. Er spürt den Andruck beim Anflug, weiß natürlich nicht, was es ist. Und die Fahrt geht hinauf an einen Ort, wo er nicht weiß, wo er ist. Es ist weder Israel, noch ist sie nähe von Jerusalem, sondern etwas beim Namen genannt. Er sagt ja, sie brachten mich auf einen sehr, sehr hohen Berg. In Jerusalem gibt es keinen sehr, sehr hohen Berg. Und dann meint er, taucht etwas auf wie eine Stadt. Er weiß nicht, wo er ist, und hat das genannt. Mitten in der Stadt, so schreibt er, war etwas wie ein Tempel. Wieso eigentlich wie ein Tempel? Und diese Herrlichkeit des Herrn, dieses seltsame Gebilde, fliegt mitten in den Tempel hinein. Das Ding kann also gar kein Dach haben. Bei der Gelegenheit übrigens
Lesen Sie in der Bibel, vermerkt der Prophet wieder den unglaublichen Lärm. Er sagt sogar, er sei größer gewesen, der Lärm hier, als der, den er vorher in der Wüste gehört habe. Offenbar hörte das Echo, das Schlagen, das Wabern der Rotorenblätter, bis von der Decke und von den Wänden zurückkommt. Schließlich kommt das seltsame Ding zum Stillstand. Hesekiel darf endlich aussteigen. Dort begegnet er diesem Glitzerwesen, da dem Mann in Erz, der ja zuerst mal spottet. Ihr Menschen habt Augen, um zu sehen und seht doch nichts und Ohren, um zu hören und hört doch nichts. Und dann hat der Fremde plötzlich dieses Messband oder Messlatte in der Hand. Der Rest ist bekannt. Hesekiel vermisst den Tempel in allen Einzelheiten. Die moderne Betrachtungsweise ist mindestens ebenso vernünftig und ebenso sinnvoll wie die gestrige Betrachtungsweise. Doch gestern hat man uns immer vorgemacht, alles, was in den alten Texten stehe, speziell in den sogenannten heiligen Büchern, hätten wir zu glauben. Inzwischen sind wir Gott sei Dank Kritiker geworden. Auch die Semantiker, die Exegeten, die Spezialisten für Altes Testament haben längstens gemerkt, dass hier einiges nicht so war, wie wir es geglaubt haben. Zum Abschluss noch ein kleines Beispiel, das für mich immer sehr verblüffend war. Jeder hier kennt selbstverständlich Abraham. Abraham soll ja unser Stammvater gewesen sein. Die Story, die ich gerade erzähle, finden Sie nicht in der Bibel. Es gibt außerhalb der Bibel viele kleine Geschichten, die finden Sie in dicken Büchern, wie zum Beispiel altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel. Und die Story, die ich jetzt erzähle, stammt aus diesem altjüdischen Schrifttum. Da wird überliefert, Abraham sei ein junger Mann gewesen, etwa 12-jährig. Es sei Abend gewesen, er habe auf dem Felde seines Vaters gearbeitet. Plötzlich hörte er einen Lärm, ähnlich wie Hesekiel, in den Wolken. Der Junge starrt nach oben und sieht mit Entsetzen, wie ein Fahrzeug ausgerechnet auf das Feld zurast, auf dem er tätig ist. Natürlich kriegt er Schiss. Der Junge spurtet weg und hat das Pech, zu Boden zu fallen. Ängstlich bleibt er liegen. Nach kurzer Zeit wird er ziemlich grob an den Schultern gepackt und auf die Beine gestellt. Und jetzt schreibt der Junge, ich zitiere das wörtlich, da standen zwei Wesen, wie ich sie nie auf der Erde gesehen habe. Sie hatten nicht eines Menschen Atem. Wenn es keine Menschen sind, was ist es dann? Wesen, die er nie auf der Erde gesehen hat. Geister sind es nicht, sie atmen ja, aber sie haben nicht eines Menschen Atem. Die beiden Fremden müssen offenbar die Sprache des jungen Burschen bereits beherrschen. Und da kommt ein Einwand, der mir ständig begegnet. Man fragt mich, Herr von Däniken, wie um alles in der Welt sollen diese Außerirdischen denn eigentlich mit unseren Vorfahren geredet haben? Nichts einfacher als das. Verehrte Zuschauer, versetzen Sie sich mal zurück, etwa 150 Jahre in die Vergangenheit. Stellen Sie sich vor, die ersten britischen Forscher kommen nach Australien. Dort stoßen sie auf die Ureinwohner, auf die Aborigines. Oder die ersten Forscher kommen ins Herz von Afrika. Sie stoßen zum ersten Mal auf Pygmäen oder auf Zulus. Alle diese Völker, ob Australien oder Afrika, hatten Sprachen, die mit unserer Sprache nicht das Geringste gemeinsam haben. Zum Teil Zischlaute, Grunzlaute. Das hat uns nie gehindert, innerhalb weniger Monate mit denen zu reden. Wir sprechen doch heute auch mit Japanern und Indern und Chinesen. Die Sprache war nie ein Problem. Das ist eine Sache der Beobachtung, der Imitation, das geht sehr schnell. So in dem Fall hier, die Fremden haben offenbar die Menschen schon ein bisschen studiert, sie sprechen die Sprache dieses Jungen und sie versuchen zuerst mal, ihn zu beruhigen. Mehrmals sagen sie, Menschensohn, fürchte dich nicht. Wenn es der liebe Gott gewesen wäre, der hätte gewusst, wie der Typ heißt, der hätte gesagt, Abraham, fürchte dich nicht. Doch die Fremden kennen den Namen nicht, Menschensohn. Der Junge hat trotzdem Angst. Ich kann es ihm nachempfinden, ich hätte selbst wohl auch Angst gehabt. Da passiert Folgendes, und ich zitiere aus der Abraham-Apokryphe, altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel. Die beiden Fremden packten mich. Sie schleppten mich bis an der Feuerflammengrenze. Dann stiegen wir hinauf, so wie mit vielen Winden. Ich sehe in der Luft, in jener Höhe, die wir besteigen, etwas wie ein mächtiges Licht, nicht zu beschreiben. Und in dem Licht etwas wie Feuer. Und wie wir näher kommen,
große Gestalten, die sich Worte zurufen, die ich nicht verstehe. Ich möchte noch mal kurz anfangen. Sie schleppen ihn bis an der Feuerflammengrenze. Sie steigen hinauf, so wie mit vielen Winden. Er weiß genau, es sind keine Winde. Er hat kein anderes Wort davon. Er sieht in jener Höhe etwas wie ein mächtiges Licht, sagt noch ausdrücklich nicht zu beschreiben. Sie kommen auf das Licht zu. Der Junge sieht große Gestalten, die sich gegenseitig Worte zurufen, die er nicht versteht. Logischerweise nicht. Die reden ja in ihrer Sprache und die kennt der Erdenmensch ja nicht. Wer noch Zweifel hat, was sich hier abspielt, im nächsten Satz wird alles sternenklar. Der Junge schreibt, ich aber wünschte, auf die Erde niederwärts zu fallen. Wenn jemand wünscht, auf die Erde niederwärts zu fallen, dann kann er wohl schwerlich auf der Erde sein. Und wer noch nicht weiß, was sich abspielt, es wird gleich alles klar. Der Junge schreibt, der hohe Ort, worauf wir standen, mal stand er aufrecht, dann aber drehte er sich abwärts, mal sah ich die Erde oben und dann die Sterne unten. Schöner geht's gar nicht mehr. Versetzen Sie sich, verehrte Zuschauer, in ein Mutterraumschiff außerhalb der Erde, in einem Orbit. Dieses Mutterraumschiff wird sich immer um die eigene Achse drehen. Warum? Durch diese Eigenrotation entsteht im Innern Zentrifugalkraft. Die wirkt wie eine künstliche Schwerkraft. Sie sind nicht mehr schwerelos, sie haben Boden unter den Füßen. Das konnte vor Jahrtausenden aber keiner wissen. Ob er jetzt Abraham hieß oder XY, ist nicht so wichtig. Und was überliefert der Bursche? Ich wünschte, auf die Erde niederwärts zu fallen. Der hohe Ort, worauf wir standen, mal stand er aufrecht, dann wieder drehte er sich abwärts, mal sehe ich die Erde oben und die Sterne unten. Und all das Jahrtausende alt. Das Zitat aus der Abraham-Apokalypse ist eines von vielen Zitaten. Wir haben uns die Mühe gemacht, viele alte Texte modern zu interpretieren. Ob es die richtige Antwort ist, das wissen wir auch nicht. Aber es ist zumindest ebenso sinnvoll wie die gestrige Antwort, wo man von uns verlangte zu glauben. Ich bin ein gläubiger Mensch geblieben. Ich bin einer der wenigen Menschen, die jeden Tag noch beten. Aber der liebe Gott, an den ich glaube, der hat es nicht nötig, mit irgendeinem Fahrzeug herumzufurzen, das raucht und bebt und stinkt und Lärm verursacht, Felgen, Flügel und Räder hat. Da müssten wir uns wohl an etwas anderes halten. Ich nenne den lieben Gott, zu dem ich bete, den grandiosen Geist der Schöpfung. Nehmen Sie mal an, ich hätte recht. Wir wären vor Jahrtausenden von Außerirdischen besucht worden und die hätten unsere Vorfahren ein bisschen infiziert. Ja und? Unsere Vorfahren glaubten, das seien Götter. Wir wissen, dass es keine Götter gibt. Und? Nehmen wir an, ich hätte recht. Da muss doch die nächste Frage lauten, woher kamen denn diese Außerirdischen? Von einem anderen Sonnensystem. Ja, und woher kamen die anderen? Wieder von einem anderen Sonnensystem. Sie können das Spiel ja weiterspielen, solange sie wollen. Über Jahrmillionen hinaus ins Universum, Raum und Zeit ist genug da. Am Ende sind sie dort, wo die Fahnenstange aufhört. Und spätestens dann wird man ganz klein und sagt respektvoll mit den Religionen, hier ist Schöpfung, hier ist Gott. Man verliert den lieben Gott nicht, wenn man sich mit solchen Gedanken auseinandersetzt. Ich hoffe, Sie machen sich inskünftig mehr solche Gedanken und wünsche mir natürlich, Sie besuchen früher oder später den Mystery Park in Interlaken, denn dort lernen Sie das Staunen wieder. Dort wird diese faszinierende Schwingung der Neugierde in Bewegung versetzt. Schönen Dank.